Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie 64. Ja. Alexander Wagan ist bei mir und wir springen gleich rein. Na, ich sage nochmal danke für die Spenden. Ich erwähne es nur, damit es nicht in Vergessenheit gerät, aber es läuft. Und wir wollen gleich in die Energien gehen. Ja. Es ist viel los. Also ich glaube, viele Menschen spüren es einfach. Es ist alles in Bewegung. Das hat sicherlich mit den Energien zu tun. Ja. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Sonne und. Ich würde gerne, Joe, noch eines kurz vorweg sagen, und zwar, wir sind ein bisschen spät mit der Ja, stimmt. Tagesenergie. Das heißt, wir sind eine Woche hinterher. Und das liegt daran, dass es einfach terminliche Absprachprobleme gab, beziehungsweise wir es nicht vorher hingekriegt haben. Ja. Ich selber war auch sehr eingebunden. Und von daher sind wir ein bisschen aus dem Zyklus. Und das nur als kurze Erklärung und Hinweis für diejenigen, die gedacht haben, Mensch, normalerweise müsste ja eigentlich Ja, laut Kalender genau. die Tagesenergie schon ein bisschen früher produziert worden sein. Die Energien sind sehr, sehr, sehr stark wahrnehmbar. Wir hatten schon in der letzten Sendung, die ja nun fast 4 Wochen zurückliegt oder rund 4 Wochen zurückliegt, schon darüber gesprochen, dass wir eine sehr aktive Sonne haben. Und das ist beinahe ohne Unterbrechung so geblieben. Es gab einmal 2 Tage, die ein bisschen ruhiger waren. Aber fast jeden Tag hatten wir M-Eruptionen, wir hatten X-Eruptionen, also eine außerordentlich aktive Sonne. Man könnte übersetzt sagen, viele Impulse, viele energetische Ausbrüche, die jetzt Altes nach oben transportieren, die Teilchen weit hinausschleudern. Und ja, das gilt für uns auch. Wir kriegen viel an Impulsen ab. Und das hält uns in Bewegung und bringt uns auch und unser innerliches Pendel häufig in Bewegung. Das nehmen wir sehr stark als Spannungen wahr, das als große Überschrift der letzten Wochen für mich. Nun kann man natürlich aus Einzelerfahrungen, einzelnen Schicksalen niemals auf das große Ganze schließen, aber du hast ja auch viel Rückmeldung. Ich habe vereinzelt jetzt Todesfälle im Umfeld gehabt, die plötzlich und unerwartet, gibt es natürlich immer, oder viele Todesfälle sind unerwartet. Hast du da auch eine Häufung? Es gab den Fall zum Beispiel von, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, Dr. Walter Mauch, den wir hier Genau. auch interviewt hatten, mehrmals, der das Buch geschrieben hatte, Die Bombe unter der Achselhöhle, Thematik, die ganzen Deodorantien und Kosmetika, da ist überall eben nicht nur Gutes drin, sondern Giftstoffe. Der ist erschossen worden von der Polizei. Da sprießen jetzt auch die Verschwörungstheorien aus dem Kraut, aber ich habe mit einer Frau telefoniert. Es war tatsächlich eine Situation, wo sie die Polizei gerufen hatte, weil er sehr aggressiv war und er dann mit einer Waffe runtergekommen ist, und das ist niemals eine gute Ausgangsposition der Polizei gegenüber. Das heißt zwar nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass er jetzt erschossen worden ist, aber er hatte offenbar eben Teil dazu, einfach das auch ins Feld gesetzt, wie auch immer, indem er mit der Waffe in die Situation gegangen ist. Aber das ist jetzt ein Beispiel. Emoto ist tot. Gut, es gibt immer Todesfälle. Ist das für dich etwas, wo du auch hörst, es gibt dramatische Situationen, und hat das was zu bedeuten? Also der Tod steht ja für Transformation. Also in unserer heutigen Weltsicht steht der Tod für ein Ende, und zwar ein endgültiges Ende. Also hier ist das Leben zu Ende. Tatsächlich endet das Leben nie, sondern das Leben verändert seine Form. Und ich weise in beinahe jedem Zusammensein darauf hin, die Polarität für den Tod ist die Geburt, ein Wechsel der Ebene. Und Transformation ist das ganz große Thema im Moment. Und die Art, wie beispielsweise der von dir geschilderte Tod nun geschehen ist, ist eine sehr dramatische, eine sehr plötzliche, eine sehr radikale und auch, man könnte sagen, unerwartete Form. Denn hier geschieht etwas ganz plötzlich mit einer großen Dramatik. Und das steht durchaus für die jetzigen aktiven Kräfte. Vieles kommt dramatisch, vieles kommt mit einer großen Geschwindigkeit und unaufhaltsam auf uns zu. Und der Tod als großer Gestaltwandler ist jetzt etwas, das in uns auch präsent wird. Denn er nimmt natürlich uns selber auch an vielen Stellen die Hybris. Also einmal in der Vorstellung, wir können alles gestalten, wir sind diejenigen, die das Leben kontrollieren. Das endet eben spätestens mit dem Tod oder auch schon vorher mit der Krankheit, wird uns diese Einschränkung bewusst, häufig auch als Weg zum Tode. Das ist etwas, das uns betrifft. Und
als ein großer Tod, der auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet, wenn wir uns umschauen, was übrig bleibt von den alten Vorstellungen, die auch zu Grabe getragen werden müssen. Also der Tod hat verschiedene Formen, in denen er uns erscheint. Einmal während unseres eigenen Erlebens, in dem Freunde versterben, aber auch wir uns verabschieden müssen, der Hund stirbt, dass der Wechsel unaufhaltsam ist. Und dann der Tod in der physischen Form als großer Transformator, der auch in uns präsent wird als ein Thema. Und das hat nicht nur etwas mit dem Alter zu tun. Auch viele junge Menschen erleben das, weil es ein Thema ist im Moment. Es ist ein wichtiges, großes, man könnte sogar sagen, es ist der Höhepunkt des Lebens. Du hast eben das Wort Hybris nochmal angesprochen, was wir ja eigentlich für diese Welt wirklich oder für vieles in dieser Welt, viele Vorgänge als Überschrift nehmen können, nämlich die Hybris, dass wir meinen, wir könnten alles kontrollieren oder es gibt Kräfte, die meinen, sie könnten die Welt unterwerfen und die Weltherrschaft übernehmen. Das ist nicht nur aus einem James-Bond-Film, sondern es gibt wirklich diese Kräfte, die das, diese Pläne haben, seit langem auch verfolgen, also auch über ein Menschenleben hinaus, also längere Pläne haben. Aber wir haben es in vielen Meldungen bisher gesehen, wir werden wahrscheinlich heute auch Beispiele für haben, dass vieles von dem eben nicht mehr klappt. Das heißt, die Hybris in diesem Gedanken, das alles kontrollieren zu können, wird offenbar und wird in ad absurdum geführt. Ja, das ist ein Lernprozess, ein Heilungsprozess. Ja. Also diese Hybris ist eigentlich, wenn man es so erklären möchte, an diesem Beispiel, so etwas wie eine Krankheit. Und eine Krankheit, die uns in eine unglaubliche Unfreiheit und in ein gewaltiges Gefängnis hineinführt. Interessanterweise bestehen wir aber darauf, dass dies der Weg zur Freiheit sei. Also von daher nämlich Kontrolle komplett ausbauen zu können. Also wenn ich alles kontrolliere und niemand mehr etwas gegen mich plant, nehmen wir als Beispiel hier für die, als Protagonisten die großen Geheimdienste der Welt. Die sagen, wenn wir wirklich mal alles kontrollieren, und das sind ja heute schon unvorstellbare Dimensionen. Ja. Unvorstellbare Dimensionen. Also Telefone abhören und was weiß ich. Ja. Es sind Vorstellungen, also die amerikanische NSA, das ist eine Zahl, die ich jetzt gehört habe aus meinen eigenen Quellen, spricht davon, dass sie eine Größenordnung von, ich kann dir die Zahl nicht aussprechen, 18 Quadrillionen an Gigabyte verwaltet. Das ist eine 1 bzw. eine 18 mit meiner Information nach, ich glaube, 12 oder 18 Nullen daran. Also eine unvorstellbare Zahl, die natürlich aufgrund der schieren Größe auch schon zeigt, wie schwierig ein solches Unterfangen wird mit zunehmender Tendenz. Also mit anderen Worten, umso größer deine Hybris wird, umso stärker wird die Krankheit, umso größer wird die damit einhergehende Angst, eben nicht alles kontrollieren zu können und vielleicht die entscheidende Meldung in diesen gewaltigen Mengen an Daten zu übersehen. Es reicht ja eine, die übersehen wird nach deiner eigenen Vorstellung, Interpretation als kranker, geisteskranker, die dann möglicherweise alles andere zusammenbrechen lässt. Und das ist ein furchtbarer Druck. Ja, das alles auszuwerten wird ja auch immer nicht immer weniger möglich sein und wird man versuchen, irgendwelche Computeralgorithmen zu bestimmen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Menschen getötet werden durch Drohnen von den Amerikanern, teilweise die Drohnen starten von Deutschland oder werden von Stuttgart irgendwo aus gesteuert. Und wer getötet werden soll, das wird teilweise über Algorithmen oder Metadaten, wir haben es schon mal angesprochen, ermittelt. Also es geht gar nicht mehr darum, dass sie jetzt konkrete Informationen haben, sondern sie aus einer Fülle von Daten und mit einem bestimmten Algorithmus wird dann messerscharf geschlossen, das ist ein Terrorist. Ja. Und so werden Leben von oben einfach plötzlich ausgelöscht. Das ist Hybris. Das ist natürlich eine Hybris, auch über Leben bestimmen zu können. Und eben haben wir ja über die Krankheitssymptome gesprochen, also das, was wir jetzt auf der formalen Welt sehen können. Und wenn wir aber dahinter blicken auf die Metaebene, dann ist das das Entferntsein vom Göttlichen. Ja. Also die Vorstellung zu haben, es ist nicht das Leben, das im Grunde genommen durch mich hindurchfließt und immer den richtigen Platz für mich ganz automatisch entstehen lässt, beziehungsweise ich immer an der richtigen Stelle bin, weil es gar nicht anders geht.
sondern ich selber bin vollständig verantwortlich für all das, was geschieht, mit allen anderen, die auch verantwortlich sind. Und daraus entsteht ein gewaltiges Chaos. Wenn wir uns aus dieser Vorstellung zurückziehen und nicht mehr einfach mittun, sondern uns, und so sieht es nach außen hin aus, völlig passiv in den Sonnenstuhl setzen würden, und das würde die Mehrheit der Menschen tun, wäre eine Heilung innerhalb von Stunden so erstaunlich in ihrer Auswirkung, dass all diejenigen, die auf die ständige Aktivität setzen, nur noch verwirrt mit dem Kopf schütteln könnten. Also wir erleben im Moment eine gewaltige Heilung, die aber zunächst einmal mit entsprechenden Kratzen, Jucken und unangenehmen heilenden Schmerzen verbunden ist. Die sogenannte Erstverschlimmerung, die wir auch kennen aus Krankheiten. Und wir wissen ja auch aus der neuen Medizin, dass ganz vieles, was wir als Krankheit sehen, im Grunde der Heilungsvorgang schon ist. Also ein Schnupfen zum Beispiel ist die Heilungsphase und nicht die Krankheit. Man könnte sogar so weit gehen, ich habe das schon einmal erwähnt, das ist natürlich etwas, wo man leicht missverstanden wird, es gibt gar keinen Plural von Krankheit. So wenig wie es von Gesundheit ein Plural gibt. Die Form von Krankheiten zu sprechen, meint nur unterschiedliche Symptome von Kranksein. Du bist krank oder du bist gesund. Und wenn du krank bist, kannst du auf unterschiedliche Art krank sein. Die Krankheit kann sich unterschiedlich zeigen. Krankheit meint in der eigentlichen Bedeutsamkeit immer nicht vollständig, Unheil. Und deswegen hat früher der Arzt gefragt, was fehlt dir denn? Und heute wirst du gefragt, was hast du? Und darauf lässt sich leichter antworten. Und dann schildere ich das, was ich an Symptomen erkenne, um daraus, wenn ich einen entsprechenden tatsächlichen Heilverständigen vor mir habe, zu erhoffen, dass daraus den Mangel erkennt, der in mir von mir fälschlicherweise eingeschätzt und sage, da fühle ich mich unheil. In Wahrheit sind wir immer heil. Und dieser Heilungsprozess, der weist in vielen Fällen zunächst einmal auf falsche Identifikationen hin. Und das ist das, was jetzt geschieht. Das ist nicht angenehm. Ja, vielleicht könnten wir auch sagen, es ist im Moment ein Virus unterwegs, das nennt sich Aufwachen. Ja, und ja, das verbreitet sich und lässt sich nicht stoppen, auch nicht mit Gasmaske oder mit Isolations... Dann lass mich das noch ergänzen mit einem Wortspiel. Virus heißt in der Übersetzung, kommt aus dem Griechischen, heißt in der Übersetzung Gift. Ja. Im Englischen heißt Gift Geschenk. Ja. Und hier ist es tatsächlich so etwas wie ein kleiner Impuls, die richtige Dosis von Gift kann sehr viel in Bewegung setzen und kann zu diesem Geschenk werden. Und wir erkennen manche Geschenke erst rückwirkend und sagen, das war aber gar nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir etwas ganz anderes gewünscht. Und ein paar Jahre später sagen wir vielleicht, das war damals, auch wenn es nicht sofort willkommen war, für mich der wichtigste Prozess in meinem Leben. Und aus dieser Sicht, das, was geschieht, betrachten zu können, kann eine große Entspannung beinhalten. Und ich habe eben schon gesagt, das große Thema im Moment sind Spannungen. Und aus der Spannung in die Entspannung zu gehen, ist sehr ratsam in dieser Zeit. Denn dann kann alles geschehen, wie es geschehen soll, ohne dass ich im Weg stehe. Da werden wir vielleicht am Schluss der Sendung nochmal als Hinweise drauf eingehen, wie geht man damit um. Und das ist eben ein wertvoller Hinweis, was ich auch immer mehr praktiziere, mich mit diesen ganzen äußeren Dingen gar nicht mehr so intensiv zu befassen. Wir müssen das zwar als Vorbereitung für die Sendung jetzt uns auch Meldungen aus den Mainstream-Medien angucken, aber ich belaste mich damit gar nicht mehr und sage, da ist so, sondern dass ich nehme das wahr als etwas, was noch irgendwo stattfindet, aber in meinem Leben eigentlich keine Bedeutung hat und da kann ich auch ganz entspannt mit umgehen. Aber da reden wir zum Schluss nochmal drüber. Ja. Du hast sicherlich eine Menge Meldungen mitgebracht. Ich habe eine Meldung ganz kurz vorweg. Es ist ein Hinweis auf den Neuzeitkongress, den möchte ich noch loswerden. Ja. Denn der Neuzeitkongress in Stuttgart am 29.11. von 8 bis 20 Uhr, also 12 Stunden, ist eine interessante Veranstaltung, so wie es sich hier im Moment jedenfalls erkennen lässt. Und einige deiner Gäste hier, die hier schon waren, die werden auch da sein, ich unter anderem auch. Und der Joe Kreisel, der noch nicht hier war, der zum Thema Menschsein, Freisein sprechen wird. Aber die Dagmar Neubrunner beispielsweise, die schon bei dir war, ist dabei. Und der Konstantin Kirsch ist da, der mit alternativen Lebensformen dort sprechen wird. Und der Andreas Klaus und schließlich auch noch ich. Also ein bisschen Werbung sei an der Stelle erlaubt. Am 29.11.2014 in Stuttgart.
Ja? Ich zeige es nochmal kurz in die Kamera und ein Hinweis noch auch in eigener Sache. Am 6. Dezember bin ich beim Top-Info-Forum, ich glaube in Augsburg. Aber ja, es ist wichtig, dass wir diese Termine teilen. Ja. Und ich möchte gerne auch alle auffordern, das auch zu tun, damit wir uns einfach vernetzen. Und häufig kommen noch Menschen zu mir, die sagen, ich habe jetzt erst die erste Tagesenergie über ganz merkwürdige Wege gefunden. Ja. Und das finde ich total toll und interessant. Und es gibt viele Menschen, die diese Impulse wunderbar dann auf einmal zu einem Samenkorn, was dann anreift, heranreift, machen können. So ist es. Wenn du gerade sagst, ja, du bist am 6. Dezember, sagtest du wo? Augsburg. In Augsburg. Ich mache am 30., also nach diesem Kongresstag, noch eine Spezialveranstaltung, auch in Stuttgart, in Ostfildern, Matrix Kompakt, einen Tag. Und dann meine letzte Veranstaltung zum Thema Vereinsspezial dann im Dezember. Dann haben wir, glaube ich, alle Termine geteilt, die am 12. bis 14. Spannende Sachen auf alle Fälle. Und ja, wir haben in unseren Vorgesprächen auch schon über einige der Themen geredet, was alles an spannenden Entwicklungen ist und was man auch für Möglichkeiten hat. Und du machst diesen Vereinsgründungs Workshop, ja, ist glaube ich, eine sehr, sehr eine Sache, die den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, was für Möglichkeiten einem das eröffnet. Es ist eine unglaubliche Option, ein total spannendes Werkzeug und etwas, das man nicht wahrnimmt. Sehr häufig sucht man ständig nach Neuem, ja, ohne das Alte oder das, was einem zur Verfügung steht, überhaupt einschätzen zu können. Und das ist auch sehr symbolisch. Und ein Verein, das ist etwas Uraltes und das gibt es schon sehr, sehr lange. Und auf einmal kann so ein altes Thema, ich sage immer gerne, sexy werden. Und das ist etwas, das spannend ist und auch sehr symbolisch für die momentanen Energien steht. Wir haben eine große Vielfalt von alten Werkzeugen, die jetzt nach oben kommen, die wir überhaupt nicht mehr erkennen. Und wir können sehen, auch im Umgang mit unserer Geschichte, wie sehr wir abgeschnitten werden von unseren Wurzeln. Ja. Und das ist nicht nur aus ideologischen Gründen so, sondern auch aus faktischen Gründen, um uns bestimmten Zugang zu alten Möglichkeiten und Werkzeugen zu verschleiern. Und es lohnt sich, dorthin zu blicken. Es gibt alte Optionen, alte Möglichkeiten, Jahrhunderte alt, die wir vergessen haben. Und ist für mich ein schönes Symbol in einer Zeit, in der E-Mails abgehört und mitgelesen werden und die Telefonate und Skype und alle Smartphones, auf einmal wieder mal einen Brief zu schreiben oder auf einmal vielleicht auf eine ganz andere Art sich auszutauschen, zeigt auf einmal, wie diese alten Themen durchaus noch nicht aus der Welt sind. Wichtige Sache, und da werden viele Hinweise in diesen Terminen sein, also aber wir können nur darauf hinweisen. Lass uns mal in die Meldungen gehen, weil wir wahrscheinlich auch viel ich freue mich viel auch haben darauf. Für die ich Zeit. Du hast es vorhin so gesagt noch, Joe, du lässt dich gar nicht mehr damit belasten, war glaube ich dein Begriff, und beunruhigen. Genauso ist es. Diese Meldungen hier alle stehen symbolisch für eine jetzt spürbar werdende energetische Qualität der Veränderung. Und diese Veränderung, die können wir gut an den bisher stabilen Strukturen sehen. Wenn ich auf einmal merke, in einem Haus gibt es jetzt einen Riss, der von oben nach unten läuft, dann kann ich das an dieser Stelle sehen, auch wenn für den Hausbesitzer der Riss natürlich beunruhigend ist. Mhm. Aber gerade für denjenigen, der geglaubt hat, alles ist in Ordnung, ist der Riss jetzt die Option, in die Heilung zu gehen. Und vielleicht feststellen, auch so schwer ist das gar nicht mit der Reparatur, da kann man nicht ein Gewebe drüber kleben oder was auch immer. Hier allerdings, in diesen Meldungen, wird kein Gewebe mehr helfen. Wir beobachten Risse, die fundamental sind und die jetzt trotz aller starker energetischer Gegenarbeiten unübersehbar werden. Und das ist der Hintergrund, deswegen bringe ich die Meldung mit. Ja. Ich sage es immer wieder, weil viele Menschen einfach so sehr sonst in der formalen Ebene stecken. Ich habe auch oftmals die Diskussion in Foren, dass Leute sagen, Mensch, bringt doch mal mehr positive Meldungen und man soll doch eben auf Licht und Liebe sich besinnen und gar nicht so das viel. Das sind positive Meldungen. So sehe ich das auch. Das sind im Grunde sind das ja die Heilungsphasen von von einer Krankheit. Ja. Und deswegen ist es ich habe es verglichen mit der Krankheit. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, mir geht's schlecht und alles schlecht, sondern
Ich habe jetzt einen Schnupfen, das ist die Heilungsphase, da bin ich bald mit durch und dann ist wieder etwas passiert. Du wirst etwas los über den Ja, Weg des es geht etwas Schnupfens. raus. Es geht etwas raus. Und das ist hier auch ein Aspekt. Und wir haben natürlich noch einen Hinweis, der in das rosarote Licht- und Liebe-Szenario nicht so hineinpasst, im Kontext mit der Kinderwelt. Wir haben darüber gesprochen, wir leben in einer sehr kindlichen Welt. Das ist die Voraussetzung, damit wir wie Kinder behandelt werden können, damit man über uns bestimmt. Und diese Kinderwelt zu verlassen, geschieht nie freiwillig. In den sogenannten Primitivkulturen, die damit verbundenen Rituale, gehen fast alle mit Verletzung und nahezu immer mit einem Angstprozess einher. Das heißt, das Kind muss, um aus der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt hineinzukommen, Schmerz erfahren und auch erfahren, wie die Welt wirklich ist. Eine Nacht draußen verbringen, gegen ein Tier kämpfen, verletzt werden, eine schmerzhafte Tätowierung erfahren. Es gibt unendlich viele Dinge. Es hat etwas mit Verletzung zu tun. Es hat etwas mit dem eigenen Erkennen der Wirklichkeit, des Erwirkten zu tun. Und das ist ein unangenehmer Prozess. Und dann kann nicht die Mutter sagen, du lass doch mal den Sebastian, das tut dem weh. Wir malen ihn einfach statt des Tattoos oder der Tätowierung, die er jetzt dort bekommt, das mit Filzstift auf. Das ist doch auch schön. Und dann ist das, tut ihm das nicht weh. Dieser Prozess der Verletzung ist ein ganz wichtiger. Er ist das, was jetzt gebraucht wird. Und von daher sind diese Stiche, die damit einhergehen, ganz wichtig. Und diejenigen, die nicht ertragen können, das sind diejenigen, die sie besonders brauchen. Ich denke, es ist auch wichtig, denn all diese Manipulationen, über die wir schon gesprochen haben, die ja über Jahrtausende gehen, die sind nur möglich gewesen, weil die Menschen gutgläubig sind und sagen, na ja, so schlimm wird das schon nicht sein, wenn die da oben, die wir wollen, haben ja unser Bestes im Sinn. Und das ist schon naiv und deswegen ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist, weil wir nicht in die dunklen Löcher gucken wollten. Und es ist nötig, dass wir jetzt da reingucken oder dass das Licht da rein fällt, damit diese Dinge dann umgewandelt werden können. Ein deutscher Philosoph hat gesagt, Glauben heißt die Wahrheit nicht sehen wollen. Und das ist sehr, sehr wahr. Und das offenbart sich gerade hier. Bitte, bitte zeig mir was anderes. Ich kann es nicht sehen. Und wir müssen noch, das ist sehr wichtig, unbedingt auch verstehen, dass dieses intellektuelle Verstehen jetzt während der Sendung vielleicht sagen, ah, okay, wusste ich gar nicht, noch nicht zu einem großen Verständnis führt. Dieses große Verständnis braucht viele kleine Impulse, viele kleine Prozesse des Verstehens, Richtig. damit dieses große Nächste auf den falschen Annahmen gestützte überhaupt zerbrechen kann. Solange ich nur einzelne kleine Fragmente sehe, kann immer noch ein komplett großes falsches Bild aufrechterhalten werden. Viele Menschen sehen an vielen Stellen etwas und wünschen sich immer noch eine Partei, die das alles regelt. Wünschen sich immer noch an vielen Stellen etwas, das würden sie wirklich den Prozess des Verständnisses durchlaufen haben, gar nicht mehr angenommen werden könnte. Ja, also man braucht viele kleine Nadelstiche, 64, 65, 68 Tagesenergien und andere Impulse, bis du dann irgendwann sagst, jetzt erst habe ich es wirklich verstanden. Das ist auch wichtig für die Leute, die sagen, naja, irgendwo wiederholt sich vieles immer. Und da muss ich sagen, es ist für viele ist es wichtig, immer wieder Hinweise zu bekommen, um das zu verändern. Es geht nicht von heute auf morgen. Das Das ist Leben vollkommen richtig. wiederholt sich immer wieder. Wenn du am Meer sitzt, kannst du mit Fug und Recht sagen, keine Welle ist so wie die vorangegangene. Und trotzdem sehen alle sehr ähnlich aus. Und die Qualitäten, die energetischen Qualitäten, lassen sich besonders gut erkennen, wenn du in einen Bereich einsteigst und dort es zulässt, dass du dich mit dem für den anderen Beobachter scheinbar sich ständig wiederholenden Prozessen in ihren unterschiedlichen Qualitäten beschäftigt. Sie unterscheiden sich gewaltig und haben doch alle die gleiche Grundqualität, nämlich ein bestimmtes energetisches Muster. Wenn du das zu erkennen beginnst, großartig. Aber dazu brauchst du die unterschiedlichen Impulse. Okay, lass Ja? uns in die erste Meldung gehen. Ja, die erste Meldung ist ein, wie ich finde, schöner Einstieg aus der Zeit, Zeit Online. Und sie heißt, also sie steht unter der Überschrift, volle Ladung Hass. Medienverdrossenheit ist in Mode.
Medien gelten als Kriegstreiber, Propagandamaschinen, Skandalprofiteure, Journalisten als korrupt. Eine Widerrede aus gegebenen Anlass, ein Gastbeitrag von Bernhard Pörksen. Also hier reagiert die Zeit auf etwas, das wir sehr deutlich sehen können. Die Menschen nehmen die Medien anders wahr. Und hier sehen wir, es hilft nur noch die Flucht nach vorn. Ja. Das war bisher nicht so und zeigt, dass wir uns in einem anderen Stadion befinden. Ja. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Meldung. Sie zeigt, dass die Medien nicht mehr durch Verschweigen agieren, sondern dass sie jetzt sehr deutlich reagieren wollen. Und trotzig reagieren eigentlich, ja, zu sagen, nein, das ist alles Quatsch. Und hier schreibt dann dieser Herr Pörksen, ich bin nicht gekauft. Kein Chefredakteur hat mich angerufen, mich um diesen Artikel gebeten oder mir irgendetwas angeboten. Ich bin nicht als PR-Söldner im Dienste der Leitmedien unterwegs. Also hier merkt man schon, guck an, guck an. Er reagiert der getroffene, auf etwas. Ja. Der getroffene, bellende Hund ist hier das sprichwörtliche Beispiel. Die Medien reagieren. Und es ist der Versuch, zu reparieren, was längst zerstört ist. Den Riss in der besagten Hauswand zu reparieren, obwohl die eine Hälfte bereits weggekippt ist. Und alle können in das schmuddelige Wohnzimmer und vor allen Dingen in die düsteren Teile des Kellers gucken, ja, wo sich Übles findet. Ja. Also das ist viel zu spät. Sehr schön, ja. Gut, er reagiert da sicherlich auf das Buch von Udo Olfkotte, der eben sehr deutlich dargelegt hat, wie eben auch Geheimdienste, amerikanische Geheimdienste, Artikel schreiben, die dann irgendwo in Zeitschriften veröffentlicht werden. Und er findet deutliche Worte. Also hier spricht er eben auch davon, es ist ein Bild des Niedergangs und der Verwahrlosung. Es erzählt von Auflösung und Zerstörung. Es handelt von Kampagnen von Verschwörung und menschenverachtender Manipulation. Also hier werden schon richtige Flöcke eingeschlagen. Und es ist für mich so ein schöner Einstieg, weil letztendlich das quer durch all die Meldungen geht, die ich hier mitgebracht habe. Ja. Es ist sozusagen die große Klammer um all die Meldungen, die ich jetzt nach und nach hier zu Gehör bringen möchte. Gerne. Bitteschön. Sehr schön. Ja, ich kann das Zeug nochmal. Skepsis ist zu Hass geworden. Naja. Okay. Man könnte auch sagen, hier brennt nicht der Kittel, wie man im Hessischen zu sagen pflegt, sondern es brennt die Zeitung dem Redakteur zwischen den Händen. Ja. Manchmal, Joe, bekommen wir auch, ich vermute es jedenfalls, dass es bei dir auch so ist, jedenfalls bei mir auch den Hinweis, es wäre schön, wenn du konkret vielleicht auch Lösungen anbieten könntest. Was kann man nun tun? Mhm. Ihr besprecht vieles, aber was kann ich denn machen? Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Vorstellung, man müsse etwas tun und machen, dich sehr schnell auch in eine einseitige Sichtweise bringt. Aber manchmal kann man was machen. Und ich habe heute was mitgebracht, was man machen kann. Ich habe nämlich diese Bild-Zeitung, ich tue mich schwer, sie anzufassen, bei mir unaufgefordert im Briefkasten gefunden. Sonderausgabe zum 9. November. Liebes Deutschland ist die Überschrift. Man kann sich nur angewidert wirklich abwenden, wenn man dann gleichzeitig noch dieses Bild bekommt. Man muss sich all das bitte genau anschauen. Ich habe die Zeitung aus zwei Gründen mitgebracht, wie ich gleich sagen werde. Hier zeig doch mal bitte das Bild. Ich weiß gar nicht, ob wir sie raufkriegen. Vielleicht musst du ein bisschen zurückzoomen, Peter, mit der Kamera. Liebes Deutschland. Ja, was sehen wir denn dort? Ein Riss. Einen Riss. Natürlich könnte man sagen, das ist der Riss der Mauer, beziehungsweise der Hinweis auf diese 25 Jahre. Aber wenn ihr mal ein bisschen genauer schaut, dann seht ihr, dass das eben kein normaler Riss ist, sondern wir haben wieder mal eine Pyramide, die wir finden, auch wenn sie nicht ganz so deutlich zu sehen ist. Ja. Wir haben einige Hinweise hier, auch die Farben haben eine wichtige Bedeutung. Ich möchte gar nicht so sehr in die Details eingehen, weil es eigentlich langweilig ist. Mhm. Aber es zeigt, wie sehr diese Medien unaufgefordert bestimmte Propaganda verbreiten. 42 Millionen von diesem Machwerk sind in den Briefkästen gelandet, um dort auch eine Geschichte zu erzählen, die so gar nicht stimmt. Ja. Das ist etwas, das ganz wichtig ist. Und wir erleben jetzt in den Zeiten, 25 Jahre nach dem Mauerfall, wieder Geschichtsschreibung neu. Und es ist sehr wichtig, dass gerade die Zeitzeugen sich auch an Details erinnern, die stattgefunden haben, die keinen Platz haben an diesen Stellen. Das Volk wird nämlich auch schon wieder auf eine
sehr hinterhältige Art und Weise entrechtet, weil man den Politikern im Grunde genommen die wahre Macht zuschanzt. Mhm. Auch wenn natürlich die Randfiguren durchaus eine Rolle spielen hier. Aber wer die Inszenierung oder den großen Anteil der Inszenierung kennt, der kann merken, wie sehr wir hier auf dem Holzweg sind, wenn wir diesen allgemeinen Hinweisen folgen. Ja, es wird, glaube ich, immer noch so getan, als wäre das Helmut Kohls Werk, dass die Mauer gefallen ist, was natürlich auch eine Hybris an sich ist. Es ist nicht mal, das ist eine Verhöhnung. Ja. Und wir können ja im Zusammenhang mit der Leuna-Affäre, dem verstorbenen Barschel, auch ganz leicht herausfinden, dass eben entsprechende Gelder, die gebraucht wurden nach dem sogenannten Mauerfall, beispielsweise für die Abfindung der Russen, viel, viel früher bereits vorbereitet worden sind, Jahre davor. Es gibt viele interessante und ganz offenkundige Hinweise. Mhm. Was machen wir nun mit diesem Mist? Ich habe von Aktionen gehört, dass wirklich Leute Massen von dieser Zeitung vor die Redaktion geschmissen haben. Und haben wir machen Anzeige, das besser. Eine Anzeige gekriegt wegen Müllabladen. Ja, aber das bezeichnet die Bild selber ihr Machwerk als Müll. Also ich würde Folgendes vorschlagen, Joe, ich habe etwas vorbereitet. Wer dieses Ding noch hat, kann es machen. Andere können andere Ausgaben der Bild-Zeitung so verschicken. Ich habe gedacht, wir machen eines, wir bereiten einen Briefumschlag vor. Ich zeige mal, wie der aussehen kann. Musste mal der Peter ranzoomen. Wichtig hier um der Ecke oben, Porto zahlt Empfänger. Ja. Ja? Also ich schicke das jetzt an die Bild GmbH und Co. KG in Berlin. Und halt mal, bevor wir das da reinpacken, zeig bitte noch mal, ich habe hier noch einen wunderbaren Siegel hinten drauf gebappt. Und da steht drauf, Alexander, freier Mann aus dem Stamme Wagand, keines Menschen Herr und keines Menschen Knecht. Sehr schön. Das kann man nicht so häufig einsetzen, aber hier ist es einfach nochmal schön so nebenbei. So bekommt es eine Wichtigkeit und ist ja wichtig, dass Pack's wir den doch mal Scheiß ein. Zurückkriegen. Ne? Und ich habe noch was mitgebracht, das sollten wir bitte dann noch mit hineinpacken. Sondermüll zur Entsorgung zurück an den Erzeuger. Ja. Und das packen wir jetzt mit in den Umschlag und dann klebe ich es nachher zu und werfe es in den Briefkasten. Ja, können wir ja während der Sonne schon machen. Ja, du kannst schon zumachen. Ja. Und ich muss hier dann hinten mal, warte mal, ein bisschen angefeuchten. Und dann sieht das auch richtig toll aus. Auf alle Fälle. Und dann wird auf jeden Fall der Empfänger sagen, Mensch, das will ich wissen, was da drin ist. Das muss wichtig sein. Das Porto gerne. Vielleicht gucken Sie auch bewusst TV und Tagesenergien und sagen, oh. Das schicken Sie dir jetzt wieder zurück. An den mal gucken. Mal ich werde berichten. Okay. Gut, das als schlechtes Beispiel für das, was uns an Müll... Wichtig auch die Symbolik dahinter, wirklich sich nicht zumüllen zu lassen. Sich nicht von anderen vorgeben zu lassen, was du zu glauben hast, was du zu lesen hast. Und das ist, was wir hier bekommen, ist kein Geschenk in dem Sinne. Man spürt es, glaube ich, wir haben sie jetzt nur angefasst. Ich möchte eigentlich jetzt ins Klo und einmal die Hände waschen, weil es fühlt sich energetisch nicht gut an. Ich erinnere mich an einen Cartoon, da sind zwei Fliegen, die vor so einem Aufsteller der Bild-Zeitung, das haben wir ja früher sehr viel so vor den verschiedenen Zeitungsläden nochmal so einen kleinen, einen Aufsteller nennt man das, in dem dann die Zeitung des Tages zu sehen ist. Und da sind diese beiden Fliegen, unterhalten sich und der eine sagt, ich riech's ganz deutlich, es riecht nach Scheiße, aber ich kann nichts sehen. Und wir müssen uns wirklich bewusst werden, das ist hier etwas, das mit viel größerer und viel energetischem Aufwand betriebener Propaganda dient, als wir das wahrnehmen. Das ist nicht nur einfach schlechter Journalismus, sondern es ist eine ganz besondere Form von Propaganda, die hier stattfindet. Gut, aber die Leute lassen sich viel nicht gefallen. Ich habe einige Hinweise auch bei Facebook und im Internet gefunden, dass Leute empört diesen Schrott eben auch als Müll zurückschicken. Und gut so. Also das zeigt, dass viele das nicht mehr annehmen. Schön, das freut mich. Ja. Ja, das war der Einstieg in die Medien. Ich habe, weil wir das Thema Ebola natürlich als großes Thema im Moment immer noch wahrnehmen, dieses Thema noch einmal aufgegriffen. Ich habe hier eine interessante Meldung, Joe. Vielleicht magst du kurz vorlesen. Jede Grippe ist gefährlicher als Ebola. Das sagt der bekannte Berner Immunologe Beda M. Stadler und sieht rund um die Ebola-Seuche vor allem Panikmache. Im Interview sagt er, wieso das Virus in der Schweiz null Chancen hat. Watson CH, ist das eine Zeitung? Oder das war, glaube ich, ein Blogbeitrag, den habe ich deswegen mitgebracht,
weil eben hier auch der Artikel ganz gut zusammengefasst ist. Wichtig an dieser Stelle, dass auch namhafte Wissenschaftler, und dafür steht er nur stellvertretend, ja, es gibt noch weitere, sich nicht mehr ganz so leicht, ja, vor den Karren spannen lassen, und dass es durchaus auch Stimmen gibt, und die nehmen wir, und das ist ein wichtiger Hinweis, die nehmen wir auch energetisch betrachtet auf allen Ebenen wahr. Also das, was wir jetzt hier in Sachen, ja, Ebola sehen durch den Wissenschaftler, finden wir jetzt auch in der Finanzwelt. Ja. Wir haben den großen Bestseller-Moment beim Spiegel mit dem Crash, der kommt. Und hier haben wir Autoren, die inzwischen auch eingeladen werden in den Mainstream-Medien und die, wenn auch nicht alle Details, doch sehr, sehr deutlich auf die Situation in klaren Worten hinweisen. Also man könnte sagen, die leise, zarte Stimme der Vergangenheit ist zu einer durchaus wahrnehmbaren, lauten Stimme geworden. Und das geht eben hier in dem Bereich Pharma, in dem Bereich Medizin, genauso einher wie bei den Finanzen, wie auch in der Gesellschaft. Es gibt Unmut an vielen Stellen, ja, ganz deutlich. Es machen, ja, nicht mehr alle mit, auch, nein, dieser Immunologe, der sicherlich auch Hinweise bekommen hat, doch da in der Richtung zu arbeiten, aber er hat seine eigene Meinung und drückt sie aus. Sehr schön. Wenn man sich der tatsächlichen Qualität bewusst wird, dann braucht man schon auch eine hohe Schmerzunempfindlichkeit, um einfach weiterzumachen wie bisher. Und viele Menschen können das gar nicht mehr. Die sind einfach auch müde. Und es gibt immer wieder auch Menschen, die sich die Freiheit von diesen ganzen Unterdrückungen und aus diesem Korsett des Systems einfach nehmen müssen, weil sie es nicht mehr ertragen. Und das ist ein Heilungsprozess, um das nochmal deutlich klar zu sagen. Sehr schön. Ja, ich habe hier eine Meldung, die merkwürdigerweise eigentlich da gar nicht so hinpasst. Die werde ich ein bisschen umsortieren. Ich habe hier eine andere, die passt jetzt besser und die ziehe ich vor. Und zwar kriege ja immer wieder auch mal Meldungen zugeschickt. Und das finde ich wunderbar, denn dadurch entsteht so etwas wie auch ein gemeinschaftliches Arbeiten an diesen und Themen. Und es zeigt ja auch, dass die Zuschauer eben auch von selber, ohne dass sie von uns darauf hingewiesen werden, etwas bemerken. Und ja, toll, toll. Und es ist ja auch eine Aktivität, das dann zuzuschicken. Ja, so ist es. Vielen Dank da an die Zuschauer, die machen es. Ja, wunderbar. Ich freue mich und ich kriege vieles davon mit 4 Cent frankiert. Ja. Diese Meldung auch aus der unsäglichen Bild ist eine Meldung, in der 2 entsprechende Hinweise sind. Hier steht nämlich einmal, wegen verspäteten Sanktionen sanken die deutschen Exporte nach Russland um 26,3%. Das ist eine gewaltige Zahl. Und dann ein anderer Hinweis, fragt sich nur, wer ist Deutscher? Und das ist ein Bezug auf Ausländerzahlen-Maut, aber nur für Autobahnen. Das ist jetzt die Planung. Und das hat einen wunderbaren Bezug gleich noch zu einem anderen Thema, das ich mitgebracht habe. Ausländerzahlen-Maut nur für Autobahnen. Hier steht's, die deutschen Autofahrer müssen dagegen für die Nutzung von Autobahnen und Bundesstraßen eine Mautplakette kaufen. Die Ausgaben könnten sie aber mit der Kfz-Steuer verrechnen. Also dieses Thema ist schon wieder sehr speziell. Warum werden also die Deutschen jetzt hier innerhalb Deutschlands, so in der Wahrnehmung jedenfalls der meisten, nochmal anders behandelt und das so deutlich sichtbar als die Ausländer? Und ein Wort zum Thema Maut ganz grundsätzlich. Wer hat denn diese vorhandenen Straßen bisher bezahlt? Wer hat denn die bisher vorhandenen Reparaturen und durchgeführten vorhandenen Reparaturen bezahlt? Und vor allen Dingen, wie war denn früher die Finanzierung eben der Infrastruktur sichergestellt? Und da gibt es ein Gesetz, ich meine aus den 60er Jahren, Anfang der 60er, wonach ein ganz ordentlicher Teil der Mineralölsteuer zweckgebunden, ja, für den Erhalt der Straßen zu verwenden ist. Das ist noch niemals geschehen. Noch niemals. Wir zahlen an den Tankstellen für die Rentenversicherung. Das wissen viele gar nicht mehr, obwohl ich mich beispielsweise noch sehr genau daran erinnern kann, wie das eingeführt wurde, weil es ein Loch in der Rentenkasse gab und man sagte, einfach jeder, der tankt, zahlt dafür die Rentner mit. Also was wir hier sehen können, ist nicht nur, dass wir eine Unglaublichkeit vorfinden in dieser Form, die die Deutschen höher belastet, sondern dass etwas, das an vielen Stellen bereits
finanziert ist, ja, und von den Bürgern erbracht wird, ohne Murren und ohne Gegenwehr, sondern mit einem verhältnismäßig hohen Verständnis, problemlos durchgesetzt werden kann. Erschütternd. Und hier sehen wir jetzt den Höhepunkt, in dem wir dann noch die Verhöhnung kassieren. Dann müsst ihr aber auch noch ein bisschen mehr bezahlen. Das ist unfassbar. Ja, ja, und wenn man Leserbriefe liest, dann sagt man, ja, das wird ja gebraucht. Wir haben ja marode Straßen. Dabei müssten die mit dem Geld was wir bezahlen. Wir müssten fragen, ist Straßen in einem erstklassigen Zustand haben. Und auch das Versäumnis der Politik ist ja nicht etwas, wofür man sich auf der anderen Seite jetzt durch eine stärkere Belastung freikaufen kann. Sondern es sei die Frage gestattet, warum ist überhaupt dieser marode Zustand so stark angewachsen? Und dann gibt es Straßen in anderen Ländern, nicht nur in der EU, sogar in Afrika, die mit EU-Geldern bezahlt werden, die also in einem wunderbaren Zustand sind, wenn man mal in Spanien oder sonst wo fährt. Und fragt man sich, wieso haben wir nicht solche guten Straßen? Die Frage sollte man genauso stellen. Aber ich habe eine Antwort mitgebracht. Okay. Eine mögliche Antwort, warum denn die Deutschen mehr zahlen müssen. Und zunächst einmal könnte man den gar nicht so in Zusammenhang bringen. Aber vielleicht liest du mal vor. Ein TV-Serie von mir. Ganz aktuell. Merkels Opa kämpfte gegen Deutsche. Die Wurzeln der Angela Kasmirczak. Das ist nämlich ausgesprochen. Das ist nämlich der Name unserer Kanzlerin eigentlich. Lies ihn doch bitte noch mal vor. Merkels Opa kämpfte gegen Deutsche. Die Wurzeln der Angela Kaczmierczak. Ja. Schon seit langem erfreut sich Bundeskanzlerin Merkel in Polen einer ungemeinen Popularität. Nun dürfte diese noch weiter steigen, gilt Merkel doch inzwischen selbst fast als Polin. Nicht nur, dass ihr Großvater einen polnischen Namen trug und aus Posen stammte, mehr noch, vermutlich kämpfte er sogar gegen das Deutsche Kaiserreich. Ja, das ist ja toll, da freut man sich, dass wir so eine Kanzlerin haben. Und das lesen wir am Sonntag, den 24. März. Hier geht merkwürdigerweise, das irritiert mich jetzt sehr, 2013. Also das ist etwas, was mir gar nicht aufgefallen war, denn diese Meldung habe ich jetzt bei NTV ganz aktuell auf der Seite gesehen. Mhm. Warum auch immer. Ich eben möchte nur darauf hinweisen, auch für die Marlies, die ja die Links zusammenstellen. Ich habe sie als ganz aktuelle Meldung zunächst wahrgenommen. Unabhängig davon sollte sie jetzt energetisch hier erscheinen, denn sie passt wunderbar dazu. Und sie weist auf etwas hin, was den wenigsten klar ist. Denn hier steht weiter unten, dass also der Großvater 1918 in der Champagne gegen die Deutschen kämpfte. Nach dem Ersten Weltkrieg zog das Regiment in den Krieg gegen die Rote Armee an der polnischen Ostgrenze. Wenn Merkels Großvater nicht krank oder verletzt war, also wir hören hier schon raus, wir wissen eigentlich gar nichts, es ist eine Idee, die wir hier zusammenstellen, ja, denn wir wissen gar nichts vom Opa, ja, kämpfte er vermutlich auch an dieser Front, bevor er in den 20er Jahren nach Deutschland zog und sich dort in Kassner umbenannte. Hm. Das heißt also, hier finden wir dann den Namen, den einige schon mit Angela Merkel verbinden, denn das ist ihr tatsächlicher wahrer Name. Und sie ist ja von dem Herrn Merkel, der mal ihr erster Mann war, schon lange, lange, lange getrennt, ich glaube seit über 20 Jahren, trägt diesen Namen aber noch, weil er nach Marktforschern, so ist die offizielle Erklärung, Marktforschungsergebnissen clever klingt. Merkel, das klingt so ein bisschen wie der schlaue Det. Merkel. Merkel. Merkelst du was? Ja? Und tatsächlich haben wir hier die Frau Kassner vor uns. Und das finde ich ganz spannend, wenn wir das hier an dieser Stelle lesen können. Also das ist eine Erklärung. Übrigens habe ich da noch diese Meldung mitgebracht. Merkels Opa war ein Pole. Nachbarn sind ein bisschen Kanzlerin. Eine neue Biografie von Kanzlerin Merkel fördert es zutage. Die CDU-Chefin hat Vorfahren in Polen. Jenseits der Grenze löst das einen wahren Hype aus. Die Polen sitzen quasi mit im Kanzleramt. So könnte man die Stimmung beschreiben. Andere sind etwas genervt von dem Tamtam, nämlich Merkels polnische Verwandte. Also wenn du mir diese Meldung bitte noch einmal gibst. Auch von 2013. Es ist vor allen Dingen insofern ganz interessant, dass wir jetzt hier eine Meldung finden, die natürlich vielen auch schon bekannt war. Hier könnte man noch in viele Details hineingehen. Ich erspare mir das ganz bewusst. Aber wenn wir hier oben lesen, Nachbarn sind ein bisschen Kanzlerin, dann erkennen wir natürlich hier wieder mit Entsetzen, wie eben auch wirklich ein Anschlag auf die Sprache, der immer auch ein Anschlag auf das Denken ist. Ja, wir sind Papst, ja. Ja,
an dieser Stelle eben auch etwas, was früher eher dazu geführt hätte, dass viele das kritisch sehen, verpackt werden kann, einfach in einer spaßigen und mehr als lockeren, ja, natürlich auf der anderen Seite sehr dümmlichen Meldung zusammengefasst wird. Ist schon sehr erschütternd. Ja. Sehr interessant. Ja, ich habe noch zwei weitere Meldungen. Das ist hier eine wichtige, die lasse ich als zweite, weil sie einen Übergang zu weiterem bildet. Hier hat mir jemand zugeschickt eine Meldung vom 22. September, also ein bisschen länger. Ich hatte sie beim letzten Mal nicht mitgebracht, und zwar Lokales aus einer Zeitung, die ich jetzt leider, weil es unten abgeschnitten ist, nicht mehr erkennen kann. Müssen wir mal gucken, ob es irgendwo zu sehen ist. Jedenfalls wurde hier Erleichterung nach tollem Ergebnis verkündet, denn da ging es um die Bürgermeisterwahl. Klaus-Dieter Vogler ist nämlich mit 91,4% im Amt bestätigt, und das ist natürlich toll. Und hier steht dann auch: großer Vertrauensbeweis. Und dann steht unten weiter: einziger Kandidat. Ja? Und das ist also schon mal ganz spannend, wenn man das dann eben hier liest. Ein großer Vertrauensbeweis für den amtierenden Diebherzer Rathauschef Klaus-Dieter Vogler. 91,4% stimmten gestern bei der Bürgermeisterwahl für den einzigen Kandidaten. Ja, schön. Und dann steht weiter: da klatschten die gut 100 Besucher heftig Beifall. Schön. Ja. Und so geht's weiter. Und hier hat er schon vieles wunderbar angekreuzt, auf das man eben hinweisen kann. Und hier steht's, und das möchte ich auch noch vorlesen, nochmal wunderbar zusammengefasst: Landtagsabgeordneter Markus Meiner, CDU, ging auf die Wahlbeteiligung und das Ergebnis ein. 91,4% sei ein sehr gutes Resultat. Knapp 50% Wahlbeteiligung könnte sich sehen lassen. Also wir haben hier jemand gewählt, der nicht einmal von der Hälfte der Bürger, deutlich unter der Hälfte, eine Zustimmung bekommen hat. Knapp 50% Wahlbeteiligung, das kann sich sehen lassen. Die gegen dich gewesen sind, sind aktiv geworden und haben mit Nein gestimmt. Das ist natürlich eine unglaubliche Farce, wie hier wirklich etwas verdreht werden kann. Und es ist ein Ausdruck einer grundsätzlichen, ich glaube sogar einmal denjenigen, die sich dieser Mittel bedienen, nicht einmal bewussten Technik. Die sind tatsächlich so verdreht, dass sie es nicht einmal merken. Aber wir merken es, und das ist wichtig, und dann funktionieren diese ganzen Dinge nicht mehr so gut. Ja, deswegen kann man den Begriff Demokratie auch immer leicht in den Mund nehmen, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Aber in diesem Sinne ist es vielleicht noch demokratisch, wenn kein anderer zur Wahl steht und der 91% kriegt bei 50% Wahlbeteiligung, dann ist das Demokratie. Nein, wir erleben ja Demokratie. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir tatsächlich das, was wir haben, das ist Demokratie. Also Demokratie ist nicht das, was man dir sagt, sondern Demokratie ist das, was wir erleben. Die Amerikaner sagen, wir bringen Demokratie, und das, was sie da bringen, das nennen die so. Deine Vorstellung, was du darunter verstehst, kann freilich ganz anders sein, aber du solltest überlegen, ob du, wenn du diesen Begriff weiter verwendest, nicht automatisch missverstanden wirst. Ja. Ich verwende den Begriff niemals als etwas Erstrebenswertes. Ja. Ja, also von daher ist das die Frage. Ich habe eine letzte Meldung aus Fulda aktuell, unter der Überschrift Sprit im Sinkflug. Kraftstoffpreise so tief wie seit Jahren nicht. Denn das ist natürlich ein sehr energetischer Ausdruck. Auf einmal wird die Energieversorgung billig. Spannend. Natürlich an den Zapfsäulen sollten wir nicht unbedingt uns vor einem etwas genaueren Hinsehen abhalten lassen, denn in Wahrheit sind natürlich die Spritpreise an den Tanksäulen nicht in dem Verhältnis gesunken, wie es die Rohölpreise getan haben. Überhaupt nicht, ja. Nein, wir haben einen günstigeren Preis, als wir ihn schon hatten. Wir freuen uns, wenn es 10 Cent runter sind. Ne? Aber der Preisverfall an den Börsen und an den tatsächlichen Spotpreisen, der ist wesentlich höher. Und hier stellt sich ja die Frage, auch aus energetischer Sicht, warum passiert das jetzt? Und dafür gibt es viele Antworten. Ich möchte gerne eine energetische geben, weil die viel wertvoller ist als die geldpolitischen. Ich habe aber, bevor ich das tue, noch hier festzustellen, auch hier sind viele kleine Punkte angestrichen worden, die, wenn man sie so einfach mal herausnimmt aus dem Gesamttext,
interessant sind. Hier steht also, man braucht nicht so tief ins Portemonnaie greifen oder die Beiträge von der Kreditkarte abbuchen zu lassen. Und dann steht hier, die Gesetze des Marktes bestimmen den Preis. Oder Rohöl oder jetzt die gute Fracking-Förderung. Hier steht nicht gute, also das ist jetzt meine Interpretation. Oder ich rechne mit einer Seitwärtsbewegung der Preise. Und jetzt kommt der Umschwung vom teuren Benzin zum günstigen Tanken. Das sind alles Worthülsen. Es ist Hokuspokus, es ist Abracadabra. Und das ist ein vollkommener Quatsch. Und es ist wunderbar, wenn ich jetzt diese Art von kritischem Lesens hier finde. Und das freut mich sehr, denn es ist eine großartige Möglichkeit, sensibler zu werden. Und auf einmal kann man diese Sensibilität auch auf andere Aspekte und Bereiche übertragen. Genau. Das nur als Hinweis, bevor ich dann etwas gerne sagen möchte, warum überhaupt wird denn das Öl billiger? Ja, vielleicht kommt das dann auch jetzt, weil ich noch eine andere Bildzeitungsmeldung habe. Ich habe es gesehen, ich wollte auch nicht dem vorwegreiben. Wenn du möchtest. Das passt jetzt gar nicht zum Ölpreis. Aber also Öl ist, man könnte sagen, der Schmierstoff der Welt. Stell dir vor, das Öl würde wegfallen. Was das alles zur Folge hätte, ist uns in keinster Weise bewusst. Denn Öl steckt eben nicht nur in vielen Produkten, viel, 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 viel mehr, als wir es glauben, nicht nur in Plastiktüten, sondern in jedem, fast jedem Medikament inzwischen. Öl steckt in jedem Produkt, weil es über das Öl erst einmal zu den Märkten gebracht wird. Über die Schiffe, über die LKWs, über die entsprechenden Wege. Öl steckt überall drin. Ohne Öl würden wir eine völlig andere Welt erleben. Eine völlig andere Welt. Das ist so unvorstellbar für uns, dass wir uns diese Folgen gar nicht vorstellen könnten. Und der ganz große Strom des Öls fließt aus Saudi-Arabien. Seit 1948 gibt es hier eine Regelung zwischen den USA. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die beschlossen. Und das ist die Basis, auf der die Ölversorgung der westlichen Welt funktioniert. Und auch die Ölpreise kontrolliert werden. Und wir erleben jetzt auf einmal neue Absprachen. Wir erleben vieles im Nahen Osten. Wir erleben vieles im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat. Es gibt eine große Veränderung. Und auch die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien werden enorm wichtig. Und über diesen Weg wird die Welt in Bewegung gehalten. Ich habe schon beinahe von der ersten Tagesenergie darüber gesprochen, wir haben einen Energiemangel, um die künstlichen Strukturen aufrechtzuerhalten. Wir haben zu wenig Energie im System, um die ausufernden künstlichen Strukturen ständig energetisch zu versorgen. Also, das Geldsystem absorbiert so viel Energie, dass wir in gewaltigen Mengen ständig neue Energie zuführen müssen. Beispiel jetzt, die EZB will 1.000 Milliarden neues, angeblich neues Geld, alles Quatsch, ins System hineinbringen. 1.000 Milliarden, eine Billion. Wahnsinn, ja. Wir haben, erleben den massiven Verfall des Euros. Und all diese Aspekte drücken eben aus, wie es mit der Energie bestellt ist im System. Und das Öl ist auch Energie, ist auch Ausdruck. Was tut man im Geldsystem, um das System noch am Leben zu halten? Man macht Geld billig. Zinsen? 0% in den USA. Ja, bald schon Negativzinsen. Ne? Ja. Negativzinsen bei der ersten Sparkasse. Interessanterweise nennt sich diese, beziehungsweise nicht Sparkasse, Entschuldigung, bei der ersten Bank. Interessanterweise ist es die sogenannte Skatbank, die nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern aber als erste Bank gesagt hat, Sparguthaben über 100.000 Euro werden jetzt bei uns negativ verzinst. Also derjenige, und das muss man sich genau anschauen, derjenige, der sein Geld bei uns über 100.000 Euro in Sicherheit bringt, was anderes ist das nicht, in der Aussage, muss dafür bezahlen. 0,25%. Andere Banken wollen nachziehen, die Sparkassen, deswegen mein Versprecher vorhin, haben gesagt, wir werden das nicht machen. Noch nicht. Geld muss so billig werden, damit die notwendige Energie immer noch fließen kann. Ja. Würden die Zinsen von 0,25% auf 0,5% oder 0,75% steigen, wäre der Zinsdienst
auf einmal so gewaltig, dass man noch mehr Geld ins System hineinbringen müsste, um das abzufedern. Es ist nicht möglich. Und hier steht das Öl stellvertretend für die gleiche Problematik. Es gibt auch andere Aspekte, die man betrachten könnte, aber die energetische Aussage ist, die künstlichen Strukturen sind ein Moloch, der sterbende Vampir braucht immer mehr Blut und egal wo es herkommt. Und dafür müssen wir Blut billig machen. Und das ist der Ausdruck, den wir jetzt erleben. Also wir erleben eine deutliche, dramatische Zuspitzung der Situation. Aber der sterbende Vampir, um den geht es. Sehr schön. So sagt man, ja. Hast du was zum Öl? Sonst würde ich eine Bild-Zeitungsmeldung, einen Kommentar, da geht es um Ursula von der Leyen und das Geld für die Bundeswehr. Da sagt der Kommentator Ernst Elitz, die Firma, bei der die Soldaten beschäftigt sind, heißt Deutschland. Heißt sie natürlich nicht, sie heißt wahrscheinlich BRD, aber er sagt deutlich, die Firma, bei der die Soldaten beschäftigt sind. Wo stand das? In der Bild-Zeitung als Kommentar. Ich zeige es vielleicht mal. Die Kamera da unten. Und das war also, wie ich jetzt sehe, kein Kommentar eines Lesers, sondern ein... Ja, ein Kommentar, also ein Publizist, nehme ich mal an. Ich kenne den nicht. Ernst Elitz. Ja, die Firma, bei der die Soldaten beschäftigt sind. Das ist ein wunderbarer Hinweis, großartig. Hätte ich ihn entdeckt, hätte ich ihn auch mitgebracht. Zoomt, die zoomt, kann ich zoomen, die Schärfe. Ja, das ist doch doof. Aber wir haben jetzt noch das vom Joe, ja, eben voll drauf, für mich nur, okay. Was? Von mir, oder was? Komisch. Der Weichzeichner, den der Joe. Geht das wieder? Ich meine, die sind alle auf Auto. Ja, das ist, also, sollte nicht sein. Dann bin, aber ich, jetzt, dann bin ich jetzt quasi dran. Ich steige mal ein. Mach dann mal blau, bitte, das Blaubild. Immer wenn Unterbrechungen sind, mach bitte das Blaubild, damit ich das beim Schnitt finden kann. Und schreib vielleicht nochmal, wir sind ja jetzt bei einer Stunde irgendwie. Ne? Wir werden relativ kurz heute, wenn ich das sehe. Normale Zeit, wir können ein bisschen über die Energie. Ich denke, das ist ganz gut. Genau. Okay, also. Es war eine tolle Meldung. Wir sind wieder da? Okay, das ist eine tolle Meldung, Joe. Ja. Es ist eine Meldung, die ich, hätte ich sie gefunden, auf jeden Fall auch mitgebracht hätte. Und hier möchte ich ein bisschen sensibilisieren in einer Phase, in der gerade etwas geschieht, das man Desensibilisierung nennen kann. Mhm. Uns wird inzwischen an vielen Stellen dieser Firmenstatus und die Firmenstruktur bereits als eine Normalität präsentiert. Ja. Also hier verbirgt man es nicht mehr wie bisher, sondern man macht es zur Normalität. Das ist ein ganz großer, ein ganz entscheidender Schritt. Also wir haben den Konzern Lippe, wir haben die Arbeitsagenturen, wir haben den Sachbearbeiter bzw. den Kunden bei den Arbeitsagenturen. Dieses Wording, würde man neudeutsch sagen, und das passt an dieser Stelle recht gut, ist also genau die Weiterführung der Prozesse, die seit vielen, vielen Jahrzehnten mit zunehmender Tendenz überall sichtbar werden. Die Geschäftswertung der Welt, dieses Abkoppeln des Staatsangehörigen und damit ein Angehöriger des Staates. Das ist mein Staat. Ich bin der Staat. Das wird verändert zu einem Bürger, der bestenfalls noch bürgen darf für staatsähnliche Strukturen und in Wahrheit sich als Einzelkämpfer in einem Konglomerat von ihm umgebenden Firmen wiederfindet. Völlig entrechtet. Alles passiert auf der privaten Auseinandersetzung und wir sehen auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Service der ehemaligen GEZ, jetzt also ZDF und ARD-Beitragsservice, dass man diesen Weg auch ganz bewusst wählt. Also man gar nicht versucht, staatliche Strukturen zu simulieren. Würde man das tun, könnte man vielleicht an bestimmten Stellen mit weniger Gegenwind rechnen. Man ist so offenkundig in einem Prozess, den man aber einfach durchzieht, weil man längst beschlossen hat, diesen Weg zu gehen. Und diejenigen, die jetzt sich mit diesen Themen beschäftigen und auf einmal merken,
Das hat alles keine Rechtsbasis. Da gibt es keine Gesetze. Da gibt es keine gültigen Verträge. Was soll ein Staatsvertrag mit einem nicht rechtsfähigen Verein sein? Warum werde ich in diese Struktur? Weil man es kann. Und weil das die Strukturen sind, von denen man sich erhofft, dass sie in 10, in 20 Jahren die absolute Normalität sind. Und der ganz große Überbau dabei ist die EU. Und wir können sogar noch weiter zurückgehen, denn dieses System ist in den USA eben schon, ich glaube, seit 1871 so, dass eben der Staat in eine Firma umgewandelt wurde und es so raffiniert, dass es keiner mitbekommen hat. Ja. Aber es gibt auch in den USA eine Bewegung der souveränen Bürger, die sich darauf besinnen, dass die eigentlich ja die Amerikaner eine gute Verfassung haben und dieser Staat oder die USA District of Columbia, Virginia Company, der ist eigentlich ein sehr kleines Gebiet in Washington, der sich aber ausgibt als Regierung von Nordamerika, was aber nicht der Fall ist. Es ist eine Firma und das gibt eben auch immer wieder Möglichkeiten, indem man das darlegt und sich dann in einen anderen Rechtsstatus bringt, indem man sagt, ich bin nicht... Ich stehe außerhalb dieses Konstruktes, habe alte Wurzeln. Das kannst du auch sehen in Amerika. Die Reservate sind eigenständiges Gebiet, gehören nicht zu den USA. Mhm. Da gibt es dann ein Schild und dann hat auch die Polizei dort kein Recht mehr. Da ist allerdings deutlich zu sehen, dass diese Strukturen schon früh erstritten wurden. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich möchte eine Illusion zerstören, auch wenn es mir nicht leicht fällt. 1871 ist diese Firmenstruktur offenkundig geworden. Das, was du davor findest, ist jedoch auch nicht das, was wir uns naiverweise unter einem tatsächlichen sogenannten Rechtsstaat oder einem freien System eine vorstellen. Eine Freimaurergründung. Wir finden auch davor weitere alte künstliche Strukturen. Und wer weiter blickt, kann lange, 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 lange zurückgehen, über Hunderte und in Wahrheit über Tausende von Jahren und findet die Entrechtung viel früher. Ja. Also wir finden nur die Offenkundigkeit der Entrechtung und die verschiedenen Ebenen der Entrechtungszyklen, die können wir wahrnehmen und können sagen, Mensch, vor 200 Jahren hatten die Menschen schon noch mehr Rechte, was natürlich völlig anders ist als das, was man uns üblicherweise gerne vermitteln möchte. Aber wer weiter zurückblickt, findet das kanonische Recht, er findet den Vatikan, er findet das maritime Recht. Und da kannst du zurückgehen. Die päpstlichen Bullen, exakt. Und die haben heute eine erhebliche Bedeutung und werden jetzt durch einen Zirkelschluss der vor uns liegenden Kommerzialisierung der Welt, beispielsweise über das sogenannte Freihandelsabkommen, in eine Version 3.0 umgewandelt. Oder 3.4 oder ich weiß es nicht. Wie viele Zwischenvarianten wir dort finden können, liegt an unserer Genauigkeit, mit der wir vorgehen. Denn tatsächlich geschieht es schon sehr lange und wir sollten uns hüten, der Illusion anheimzufallen, zu sagen, diese Geschichte begann erst 1871 oder hier in Deutschland 1914 oder 1918 oder 1848 in Deutschland. Es gibt viele interessante Daten, in denen wir unterschiedliche Stadien sehen. Aber die Entrechtung ist ein altes, altes Thema. Und umso mehr man sie durchsetzen kann, umso mehr hat man es getan. Wenn wir uns heute fragen, wenn die Weltherrschaft schon so lange angestrebt wird, warum gibt es sie denn immer noch nicht, kann man eine Antwort geben, die da lautet, weil es bisher technisch noch nicht so gut möglich war. Und wir haben heute in dieser Zeit von Drohnen, Abhören und unglaublichen technischen Möglichkeiten viele Optionen, die es früher nicht gab. Und wenn wir nach Afrika blicken, können wir sehen, dass dort die nicht greifbaren, umherziehenden Nomaden, die sich aus dem System allein dadurch befreien, dass sie nicht so leicht zuordnenbar sind, inzwischen auf eine ganz perfide Art und Weise bekämpft werden. Sie werden aus der Welt geschafft. So wie die Indianer, so wie die Aborigines. Das ist nicht vorbei. Diejenigen, die noch dicht an der Natur sind, werden beseitigt. Hier lässt Ebola und AIDS grüßen.
Das klingt nicht so optimistisch, aber auf Oh, der doch, anderen doch, doch, Seite doch, doch. sind wir in einer Zeit, wo auch immer mehr Menschen diese Dinge rückabwickeln oder zumindest erkennen, dass es der Status ist. Das hat man ja vor 5 oder 10 Jahren, haben das sehr, sehr wenige gewusst. Und heute höre ich das überall, dass sich Menschen Ja. mit dieser Rechtslage befassen. Es ist der Heilungsprozess. Beim Heilen muss der Eiter raus aus der Wunde. Und dieser Eiter ist viel zu lange mit starren Verbänden festgehalten worden. Das ist der eine Aspekt. Das zweite ist, und das ist viel wichtiger, wenn wir die Ebene verlassen und die Metaebene feststellen, dann kommt der Zusammenbruch immer nach dem Höhepunkt. Und wir bewegen uns nicht nur auf den Höhepunkt zu, wir sind am Höhepunkt, wir sind am Punkt der Umkehr. Und umso größer deine Hybris der Kontrolle wird, umso größer dein Interesse wird, alles umfassend zu kontrollieren, umso stärker, umso schneller wird dieser Zusammenbruch geschehen. Das kannst du auf allen Ebenen sehen und ein wunderbares Beispiel ist McDonald's. McDonald's war über einen langen, langen Zeitraum unglaublich erfolgreich, mit gewaltigen Wachstumszahlen. Und McDonald's konnte aufgrund der wirklich sehr vereinfachten Struktur auch sehr erfolgreich ihr Konzept übertragen, auf andere Märkte anpassen, Weltweit, ja. weltweit. Und jetzt erleben wir auf einmal, kommt dieses System nicht nur in einen Modus des Innehaltens, sondern es entwickelt sich zurück. McDonald's hat gewaltige Probleme. McDonald's ist auf einem absteigenden Ast. Immer dann, wenn ein Punkt energetisch nicht mehr erreicht werden kann, wenn es zu groß wird, dann brauche ich eine neue Form der Energiezufuhr. Wenn wir die Evolution, und ich möchte das mit Einschränkungen nur tun, heranziehen, weil die Evolution ein viel zu vereinfachtes Bild Natürlich, präsentiert, ein rein wissenschaftlich geprägtes, können wir sehen, dass in den einfachen Strukturen einer Amöbe, die braucht nicht viel Energie. Die verschafft sich ihre Energie durch etwas, das nennt man Gäratmung. Das heißt, es wird etwas eingeschlossen, dort innerhalb der Zelle. Dort entsteht etwas wie Gärung, da entstehen Gase und darüber findet die Energiezufuhr statt. Ein Mehrzeller kann mit Gäratmung nicht mehr versorgt werden. Das heißt, hier braucht es ein anderes System, braucht es eine andere Form von Energie. Austausch, Energieaustausch. Das, was wir erleben, ist der Versuch, den Austausch zu reduzieren, Austausch kontrollieren zu wollen. Und immer wenn ein Zellgebinde über eine bestimmte Größe hinaus sich entwickelt, braucht es zusätzliche energetische Quellen. Wir erleben das im gleichen System hier. Das System versucht, sich so auszudehnen, wie ein Pilz die Welt zu überziehen, dass aber jetzt schon erkennbar ist, ihr habt gar nicht die Energie. Das ist euer Untergang. Der Untergang ist der Versuch einer Ausdehnung, die energetisch nicht versorgt wird. Es ist eine wunderbare Meldung. Es ist eine Meldung mit einem deutlichen Hinweis auf die Heilungsqualität. Sehr, sehr schön. Und ich hatte eben noch einen Gedanken im Kopf, der passt vielleicht auch noch dazu, weil wir ja gerade 25 Jahre Mauerfall feiern, sozusagen, natürlich mit vielen Geschichten. Und da kann man eigentlich sehen, obwohl es natürlich auch gewollt war, dass ein System, wo zum Beispiel die Volkspolizisten oder die Grenzer nie irgendwie gelächelt haben oder freundlich waren oder auch unsicher waren, dass von an einem bestimmten Zeitpunkt, wo auf einmal die ersten Leute da auf einmal an die Grenze gingen und sagen, macht ihr die Grenze auf, die auf einmal unsicher wurden und nicht wussten, was sie tun wollten, weil sie auch keine Befehle hatten, wie auch immer. Das heißt, ein Status, der eigentlich sehr stabil schien über weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, ich weiß gar nicht, Annähernd jedenfalls, 30 ja, Jahre. von einem relativ, in einem relativ kurzen Zeitpunkt auf einmal komplett in sich zusammenbrach. Und es gab davor eben die Montagsdemos schon und da war aber auch, da waren schon Proteste dagegen, aber es sah immer noch so aus, als ob es stabil bliebe. Aber in diesem Augenblick auf einmal wurden die Grenzbeamten unsicher, die Volkspolizisten, die sagten, na, was machen wir denn jetzt? Ne? Sie wussten gar nicht, was sie machen sollten. Also eine völlig neue Situation und von einem Tag auf den nächsten. Und dann haben sie die Grenze geöffnet. Und hier sehen wir auch sehr schön, dass bei diesen Grenzpolizisten, von denen du sprichst, die energetische Versorgung eben dann zusammenbricht, wenn sie nicht mehr von den anderen Strukturen kommen.
Wenn Sie also keine Befehle mehr bekommen, ein gesunder Mensch reagiert intuitiv in einer Situation. Und der weiß, was das Richtige ist, und zwar ohne jemanden fragen zu müssen. Aber dieses System lebt nicht davon, dass intuitiv richtig gehandelt wird, sondern dass Strukturen erhalten werden. Und wenn die Strukturen am Kopfe zusammenzubrechen beginnen, dann geht ein Riss durch das ganze System. Und dieser Riss trifft diejenigen, die ja keinen substanziellen Halt mehr haben, außer der Befehlskette, am stärksten. Der am oberster Stelle sitzt, der hat noch seine ideologischen Strukturen, die er erhalten möchte, aus eigenem Antrieb oder aus dem falschen Verständnis, dass er ja, ich sage immer gerne, ein Schäferhund ist und die Schafe kontrollieren muss. Derjenige, der aber diese Anbindung auch schon nicht mehr hat, ist wie ein Fähnchen im Wind. Und das geschieht jetzt auch. Viele merken das. Auch in den Amtsstuben, hätte man früher gesagt, heute kann man sagen, in den Dienststellen. Und an dieser Situation hat es eben sich gezeigt, wenn eben die Befehle von oben nicht kommen, dann kommt der Mensch durch. Denn Sie waren in der Situation, dass Sie auch gesagt haben, wir holen jetzt die Maschinenpistolen raus. Und dann aber doch die Entscheidung, nein, wir wollen jetzt kein Blutbad, wir packen die wieder ein. Das heißt, Sie haben menschlich reagiert, Sie wollten nicht auf die eigenen Menschen schießen. Es ist ja verfilmt worden, diese Geschichte an einem Grenzübergang Bornholmer Straße, ist sicherlich auch einiges geschönt, aber ich denke, das ist auch ein Aspekt, dass das menschliche sich auch irgendwo zeigt, wenn, wie du sagst, die Energieversorgung und die Befehlsketten und wenn das alles nicht mehr funktioniert. Und da sind wir vielleicht kurz davor auch, dass diese Situation kommen kann, wo das ganz schnell sich ändert. Und dieses System eben nicht mehr stabil aufrechterhalten werden kann. Wir haben es vorhin schon angesprochen und deswegen tue ich es nur ganz kurz. Das, was wir mit der Grenzöffnung oder mit dem ganzen Thema Mauerfall zu tun haben, ist eine gewollte Inszenierung, eine Abwicklung. Ja. Aber trotzdem sind natürlich immer die energetischen Wahrheiten dennoch sichtbar. Und selbstverständlich ist diese Absicht auch etwas aus der göttlichen, was aus dem göttlichen Plan geschieht, um diesen Begriff zu verwenden. Denn alles, was geschieht, wird daraus gespeist. Auch diejenigen, die meinen, die Position des Gollum zu haben im Herr der Ringe, braucht man, damit die Geschichte stattfinden kann. Mhm. Diejenigen, die hier meinen, die Strukturen zu erhalten, werden gebraucht, damit der Zusammenbruch erfolgen kann. Selbst eine Frau Merkel wird gebraucht in der Geschichte. Und das, was wir hier sehen können, ist eben hochsymbolisch. Die Menschen, die, du hast davon gesprochen, der Mensch kommt durch. Ich möchte es noch ein bisschen anders sagen. Ich möchte sagen, der natürliche Mensch, der Mensch, der auf einmal seine ideologischen Scheuklappen verliert, ja, kommt durch. So. Das heißt, die Identifikation stirbt ab. Ja. Und das ist ein Prozess, der immer im Leben eines jeden Menschen das Wichtigste ist. Also selbst wenn du in einer Insel auf einer Insel in der Karibik unter märchenhaften Umständen, ganz ohne eine Regierung, in einer naiv schönen rosaroten Welt leben würdest, ist trotzdem der Prozess der Identifikation immer etwas, das in deiner Geschichte als Mensch zwingend stattfinden muss, weil das nämlich Menschsein bedeutet. Mhm. Und das ist etwas, das auf unterschiedliche Art geschieht, vielleicht in einer sehr angenehmen und in einer schönen und von außen betrachtet auch undramatischen Form stattfindet. Aber in dir selber ist immer dieser Prozess der unterschiedlichen Wahrnehmung ein wichtiger Vorgang, der dich dann aus der Illusion, ich bin der Joe, ich bin der Alexander, hineinführt in die Wahrnehmung deiner Göttlichkeit. Ja. Und das geht zunächst einmal immer zwingend über die Verwicklung und dann über die Entwicklung. Und wir erleben jetzt auf allen Ebenen Entwicklung. Und so haben diese Zöllner oder Polizeibeamten ihre Form der Entwicklung erlebt, als Sinnbild eines größeren Vorgangs. Ich kann also meine Maschinenpistole weglegen und trotzdem voll in der Illusion sein. Aber es ist ein Symbol dafür, dass jetzt Entwicklung stattfindet, in kleinsten Schritten. Und manche brauchen 30, 40 Jahre, andere erleben es in der
Form erst, wenn tatsächlich der Tod geschieht, und wieder andere sind schon so häufig reinkarniert, wie es sich überhaupt niemand auch nur annähernd vorstellen kann. Es braucht so viel, bis es zu Ende kommt, aber es ist sicher, es kommt zu Ende, denn es ist künstlich und kann nicht energetisch versorgt werden, denn das Wahre braucht all das nicht und ist immer präsent. Es ist das Einzige, was ist. Wunderbar, ja, was wäre schon ein Schlusswort, aber du hast noch ein paar Meldungen. Unbedingt. Ich auch noch. Dann, wenn du den magst. Ich weiß nicht, hast du was über Russland, über Putin? Ja, Putin hat eine Rede gehalten, die im Kopf Verlag kurz wiedergegeben wurde und ein paar Beispiele, weil man das in den Massenmedien nicht hört, was er als wichtige Punkte gesagt hat. Ich fasse das kurz zusammen. Russland wird sich nicht länger an irgendwelchen Spielchen und an Hinterzimmerverhandlungen beteiligen. Alle Systeme globaler kollektiver Sicherheit sind ernsthaft geschwächt, gebrochen und deformiert worden. Die Architekten der neuen Weltordnung sind mit ihren Plänen gescheitert. Sie haben auf Sand gebaut. Russland setzt bei der Einführung von Neuerungen in die gesellschaftliche Ordnung auf eine konservative Herangehensweise. Ich kürze das alles ab. Russland hat nicht die Absicht, in den trüben Gewässern internationaler Politik zu fischen. Russland wird keinen Versuch unternehmen, die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen. Russland hat kein Interesse an der Ausbreitung chaotischer und instabiler Zustände, will keinen Krieg und hat nicht die Absicht, einen zu beginnen. Russland beabsichtigt nicht, aktiv gegen diejenigen vorzugehen, die immer noch versuchen, ihre neue Weltordnung durchzusetzen. Es sei denn, ihr Vergehen verletze strategische Interessen Russlands. Hinsichtlich seiner Außen- und mehr eigentlich noch seiner Innenpolitik werden sich Russlands Macht und Einfluss nicht auf die Eliten und deren Hinterzimmerabsprachen, sondern auf den Willen der Bevölkerung gründen. Ja. Interessant in dem Zusammenhang auch, Joe, dass eben diese Meldung beim Kopf Verlag in dieser Form zu finden war, in den Mainstream-Medien, aber tatsächlich das, was gesagt worden ist, so gut wie keinen Niederschlag gefunden hat. Eben, das wollte ich damit erwähnen. Man muss natürlich auch bei Putin vorsichtig sein. Der hat sicherlich auch seine Hintergründe und ist auch nicht einfach nur der gute Onkel. Das muss uns immer bewusst sein, aber zumindest spricht er doch eine andere Sprache, als wir sie hier im Westen hören und wie man es auch uns darstellt. Im großen Theater braucht man natürlich, um ein bisschen Spannung zu erzeugen, die Guten und die Bösen. Und man braucht die unterschiedlichen Protagonisten zu den verschiedenen Kräften. Und in diesem Theaterstück findet eben auch das seinen Niederschlag. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass die neue russische Fahne die gleichen Farben aufweist wie der Sternenbanner der USA, dass wir durchaus energetische Verbindungen finden können. Und dass es natürlich auch allen Involvierten in diesem Theaterstück bewusst ist, dass eine Reparatur des bisherigen nicht mehr in Frage kommt. Ja. Das muss uns ganz klar sein. Also das, was wir hier vorfinden, auch aus Sicht der Architekten, ist ganz klar das Verständnis, wir müssen etwas verändern mit dem alten System und mit den alten Strukturen. Über eine Reparatur können wir es nicht mehr richten. Und dafür braucht es natürlich auch Kräfte, die die Unterstützung des Volkes haben, die die Guten geben, die entsprechend an anderen Stellen dann noch nicht auf diese Art und Weise schon verbraucht worden sind. Trotz alledem ist es eben immer auch Ausdruck der energetischen Kräfte. Und ich möchte diese Wertung ganz bewusst nur andeuten, damit jeder selber auch nicht hineinfällt in eine neuerliche einseitige Sichtweise. Das ist ganz wichtig natürlich, dass es niemals einseitig ist. Und es gibt ein schönes Beispiel, wo in einem Gespräch Männer aus der Ukraine, einmal die ostukrainischen Kämpfer und ukrainische Kräfte sozusagen in einem Studiogespräch und über Skype miteinander geredet haben. Und im Laufe des Gespräches haben sie festgestellt, also man kommt zu dem Schluss, dass es letztlich hier um das Kräftemessen und Zerren zwischen den USA und Russland geht, auf ukrainischem Territorium aus geostrategischen Gründen. Ich es hier zusammengefasst. Und es gibt welche, die haben das übersetzt mit Untertiteln. Das Video ist bei YouTube zu finden. Die Videokonferenz von Moscow Voy. Und bei Minute 55, 28
Man fragt sich gegenseitig, wer eigentlich an diesem Tag Sprengkörper über Donetsk abgeworfen hat. Als man feststellt, dass es offenbar weder die ukrainische Armee noch die Rebellen waren, sind sich beide Seiten klar, dass es eine dritte Partei gibt, die auf diese Weise den Hass und so den Konflikt kräftig schürt. Also da ja, wird ihnen mehr und mehr bewusst, dass sie eigentlich gegeneinander kämpfen, aber weil sie von einer dritten Kraft gegeneinander aufgehetzt werden. Und dann wird man sich klar, wir haben doch alles, um in diesem Land glücklich zu sein. Und die deprimierende, trockene Antwort von Moskowoi ist, seien Sie doch realistisch, das wird uns nicht erlaubt, genau weil wir diese Schätze haben. Also Sie sind im Gespräch quasi, haben Sie erkannt, dass Sie gesteuert werden und dass das eine Situation ist, wo Sie nicht gegeneinander kämpfen sollten, sondern eine andere Macht Sie dazu bringt. Das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Es ist vor allen Dingen ein ganz altes Prinzip, das natürlich, wir unter Teile und Herrsche wiederfinden können. Und das natürlich auch jetzt in modernster Form sich vor uns ausbreitet. Und mit all den Möglichkeiten von Einflussnahme und Manipulation und unglaublichen Geldmitteln und der globalen Vernetzung natürlich auch viele, viele Bühnen gleichzeitig im großen Theater entsprechend erscheinen lassen kann. Also wir finden das überall. Ich habe es eben schon gesagt, die russische Fahne hat die gleichen Farben wie die amerikanische, übrigens auch wie die englische, um das mal ganz kurz nur zu erwähnen. Ja. Kein Zufall, das kann ich an dieser Stelle sicher sagen. Es sind die gleichen Grundkräfte, die wir hier wiederfinden. Hier wird uns etwas vorgemacht. Und die Lösung liegt nicht im Verständnis der konkreten Vorgänge. Also es liegt nicht darin, das jetzt aufzudröseln, rauszufinden, wer ist diese Macht und wie funktioniert das, sondern sie liegt im Durchschauen und dem Einstellen der energetischen Versorgung. Und das ist das, was jetzt am meisten gefürchtet wird. Und deswegen sind auch so viele unterschiedliche Parteien darum bemüht, uns hineinzuziehen, energetisch hineinzuziehen in sogenannte Konflikte und in tatsächliche Konflikte und das immer weiter zu befeuern. Also unsere Verweigerung, uns hier energetisch einzulassen, ist der absolute GAU, könnte man sagen, für das System. Denn diese energetische Versorgung ist die Grundlage für alles. Und diese Formen des energetischen Hineinziehens sind an vielen Stellen vielschichtig zu finden. Ob das jetzt der Konflikt mit der Ukraine ist, ob es Ebola ist, es sind immer die gleichen Grundprinzipien und natürlich auch die Wirtschaft, wie aber eben auch die Einflussnahme ganz konkret in kleinen Aspekten, die wir noch sehen werden. Aber es wird erkannt und es wird kommuniziert und wir haben heute eben die Möglichkeit, dass so ein Gespräch, wie ich es eben erwähnt habe, jetzt im Internet landet und viele Menschen sehen, aha, da läuft eigentlich ganz was anderes, als man uns das immer sagt. Und das gehört einfach zu der Zeitqualität, die wir haben, dass diese Dinge, diese Spiele erkannt werden und dann vielleicht einfach nicht mehr funktionieren. In nahezu all meinen persönlichen Treffen, die ich irgendwie mit in Form von Seminaren oder Workshops hatte, kommt es immer zu einem Punkt, an dem ich frage, ich hoffe, du bist verwirrt. Und viele nicken dann oder melden sich und bestätigen das. Und das ist großartig. Denn dieses Verwirrtsein ist kein neuer Zustand. Aber dass dir bewusst ist, dass du verwirrt bist, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. In dem Moment, wo du deine eigene Verwirrung nicht erkennst, könntest du die Vorstellung haben, du seist klar. Und wenn du jetzt diese Art von Meldung bekommst und sie zeigen dir einfach auf, dass du eben nicht in der Lage bist, wirklich von hier aus einen echten Eindruck zu gewinnen, völlig unmöglich, dann zeigt es stellvertretend eben auch, wie einseitig immer unsere Form der Wahrnehmung ist und wie sehr es anzuraten ist, auf das Dahinterliegende zu blicken, da wo die Energien ihre Basis haben, ihre Grundlage haben. Und dann kommen die Dinge in Veränderung. Und wir erleben im Moment in dieser Zeit den Zusammenbruch von alten Strukturen. Und das, was du hier vorgelesen hast, ist auch ein Zusammenbruch von alten Strukturen, dass das so offenkundig wird. Und dass Russland auf einmal jetzt in diese Position gegenüber den USA gerät, lässt sich auch an anderen Stellen ablesen und zeigt stellvertretend einfach für einen Umbau, steht stellvertretend für einen Umbau auf der Bühne. Es wird umgebaut, es beginnt ein neuer Akt. Ja. Und dafür habe ich etwas mitgebracht,
aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten: Handel ohne US-Dollar. Kanada und China schließen Währungsabkommen. Und nun könnte man sagen, Kanada, das ist ja der Nachbar der USA. Ja. Und da sind doch die Beziehungen ziemlich gut. Und dann steht hier weiter: Kanada hat als erstes Land auf dem amerikanischen Kontinent ein umfassendes Abkommen mit China geschlossen, demzufolge Unternehmen ihre Geschäfte ohne die Zwischenschaltung des US-Dollars abwickeln können. Damit wird der chinesische Yuan gestärkt. China will sich beim Asien-Pazifik-Gipfel als neuen Wirtschaftsmacht präsentieren, deren Handelsbeziehungen weit über Asien hinausgehen sollen. Auch Russland rückt näher an China heran. Für diejenigen, die sich in diesen Themen noch nicht bewegt haben, der Dollar, der ja lange, lange schon in großer Menge produziert wird, Bretton Woods ist für die Insider ein wichtiger Termin, wobei auch der im Grunde genommen ein später Termin ist, in den 70er Jahren, 1971. Bis heute hat sich die Menge an Dollars so unglaublich erhöht, dass sich natürlich die Frage stellt, was würde denn passieren, wenn diese ganzen Dollars wieder zurückflössen in Richtung USA und eingetauscht werden wollten in Waren, in Dienstleistungen, in echte Werte. Das ginge nicht. Es wäre innerhalb von kürzester Zeit, heute könnte man von Minuten sprechen, ein Riesenchaos. Warum also fließen diese Gelder nicht zurück? Und es gibt zwei Antworten. Und eine Antwort ist Weltwährungsreserve. Das heißt also, der Dollar hat eine große Rolle als die zentrale Weltwährung. Ja. Und das zweite ist der Handel in Rohstoffen. Und in dieser Meldung lesen wir, dass beides nicht mehr der Fall ist, dass beides angeschlagen ist. Das heißt, hier steht, dass eben ein neues System, in dem eben ohne die Zwischenschaltung des US-Dollars in Vorbereitung ist. Und das bedeutet zum einen, dass eben der Dollar in Gefahr gerät und dass hier etwas zu Ende geht. Und das ist nicht der erste Schritt. Der Iran wickelt inzwischen ab Öllieferung ohne den Dollar. Saddam Hussein war einer der allerersten, der gesagt hat, ich möchte gerne Öl verkaufen gegen Gold oder eben auch gegen andere Währungen. Der musste es teuer bezahlen und sein Land mit. Jetzt ist die Zeit soweit, es lässt sich nicht mehr nicht nur verhindern, sondern jetzt muss man sich mit dem auseinandersetzen, was jetzt kommt, und sich vorbereiten. Und wir dürfen nicht vergessen, wer hinter Kanada steht. Kanada ist England. Ja. Gehört privat, könnte man sagen, der Queen. Kanada gehört der Queen. Die Queen ist die größte Immobilien- und Besitzerin von Grundstücken auf der Welt. Mehr als ein Sechstel der Welt gehört der Queen, ganz offiziell. Und das, was wir hier sehen können, ist eine Reaktion, in der man einen anderen Umgang mit der ehemaligen amerikanischen Kolonie, und hier möge man sich alles genau anhören, mit der ehemaligen amerikanischen Kolonie anzeigt. Und das, was die Amerikaner für Unabhängigkeit von England halten, ist sehr fragwürdig. Ja? Ja. Also das hier als Meldung für diejenigen, die einsteigen wollen, ist das ein tolles Thema. Man kann sich sein ganzes Leben beschäftigen. Es ist aber nur Ausdruck einer dahinterliegenden Energie. Es ist Zeit der Zeit, ein Zeichen der Zeit. Es wird sich da sehr vieles verändern und ich habe eine Zukunftsvoraussage über die Bevölkerungszahlen von einigen Ländern. Das kursierte im Netz. Auf der Seite Deagle.com gibt es eine Vorschau für das Jahr 2025. Und da gibt es ganz interessante Zahlen, insbesondere in den USA. Und wir haben schon öfter mal angesprochen, dass geplant ist eine Bevölkerungsreduktion, um sehr viele, die Georgia Guidestones, die sagen 500 Millionen wären genug. Das Interessante ist, dass es hier auf dieser Seite, also es kann jeder selber aufrufen, Deagle, Deagle.com, unter Other Countries und dann Population, glaube ich, ist es, und dann die Voraussicht findet man. Wir haben jetzt eine Bevölkerung in den USA von 316 Millionen. Mhm. Für das Jahr 2025 stehen da nur noch 69.000. 69 Millionen. Aber das ist doch der Hammer. Also was ist da geplant? Das ist eine interessante Meldung, die natürlich auch viele Menschen ängstigen wird und die auf der anderen Seite aber nichts anderes ist als eine Zahl. Ja. Und eine Zahl, die Menschen aufgeschrieben haben oder haben aufschreiben lassen, die bestimmte Pläne haben.
Ich kann mir natürlich auch aufschreiben, welche Lottozahl ich mir für den nächsten Samstag wünsche. Aber ich muss mich an der Realität nachher messen lassen. Das heißt noch lange nicht, dass es und so sein wird. Und wir erkennen immer mehr und immer deutlicher, wie unberechenbar die ganzen Einflussfaktoren letztendlich sind. Und der große Witz, der große kosmische Witz ist, dass all das, was geschieht, auch von diesen Menschen genau das ist, was geschehen muss, damit letztendlich das geschieht, was geschehen soll. Und das ist nicht das, was die aufgeschrieben haben. Ja. Ich finde die Zahlen interessant. Und es gibt auch das Bruttoinlandsprodukt, das hier von 16 Millionen auf 920.000 sinkt und Militärausgaben extrem sinken von 726.000 auf 7.000 oder 8.000 Dollar, also in Millionen. Also extreme Zahlen bei den USA, das scheint also wirklich ein großer... Und das ist eine Webseite woher? Deagle.com, das ist, glaube ich, von einer sogar eine Fluggesellschaft oder die mit Fluglinien zu tun hat, aber sie zeigt eben wirklich ganz klar Prognosen für die Zukunft und in den USA sind eben da erschreckende Zahlen, wo man sich wirklich fragen muss, was für ein Plan oder was für ein Gedanke steht dahinter, denn diese Zahlen, die habe ich mir ja nicht ausgedacht und es ist auch nicht kein Wunschdenken. Andere Länder, man denkt auch jetzt, ist Deutschland auch betroffen, da geht es von 81 Millionen auf 79 Millionen. Das kann einfach durch die weniger Geburten, kann das natürlich durchaus zutreffen. Andere Länder haben nicht diesen enormen Bevölkerungsverlust wie die USA. Also wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern es kursiert auch im Netz und die Frage ist, was für ein Plan oder was für ein Gedanke steht dahinter. Die Frage ist natürlich, wenn ich das etwas verändert nochmal als Ansatz für die Zuschauer zusammenfassen möchte, ist es die Frage, ist es wichtig, sich mit diesem Plan zu beschäftigen oder einfach zu erkennen, aha, das ist ein Ausdruck von bestimmten Kräften, die ich bisher gar nicht wahrgenommen habe, die aber wohl da sind. Und jetzt ist das auch etwas, das mich aus meiner kindlichen Vorstellungswelt herausführen kann. Wenn ich in dem Moment, wo ich wieder Zugang habe zu meinen wahren eigenen Qualitäten und das Göttliche in mir spüre, dann ist mir klar, dass vieles, was geschrieben ist, nichts anderes ist als eben eine Fiktion. Abracadabra. Es sind in diesen Büchern im Grunde genommen auch magische Aspekte, die auf diese Art und Weise zunächst einmal schon in die Welt gebracht werden wollen. Aber vieles, vieles, was geplant ist, spielt sich ganz anders aus. Spielt sich nachher anders ab. Absolut, da gehe ich auch von aus. Das ist übrigens ein schöner Übergang für diese Meldung aus der Frankfurter Allgemeinen, aus der Wirtschaftsredaktion. Dort steht die Überschrift: EU-Kommission lässt Frankreich und Italien vom Haken. Das heißt, hier akzeptiert man eine Nachbesserung dieser Staaten, weil eben einfach Frankreich und Italien das nicht stemmen können, was jetzt normalerweise von ihnen verlangt würde. Hier sehen wir also, dass in dem Moment, wo die energetische Versorgung in den alten Strukturen nicht mehr bewerkstelligt werden kann, dann werden die Umstände verändert, dann werden neue Regeln geschaffen, damit wieder das ganz große Ziel, so wie man es hier verkündet jedenfalls, nicht gefährdet. Und das ist auch etwas, das wir als Offenbarungseid erkennen können. Es geht nicht anders. Da ist die energetische Kraft schon zu Ende. Da fällt mir ein anderes Beispiel ein, nämlich dass David Cameron auch der EU ganz deutlich gesagt hat, als gesagt wurde, sie müssen, ich weiß nicht, wie viele Milliarden jetzt in die EU bezahlen. Da hat David Cameron eine Rede gehalten und hat ganz klar gesagt, das werden wir nicht bezahlen, das haben wir nicht und das sehen wir nicht ein und unter mir wird es das nicht geben. Also auch da, wie diese Meldung, zeigt sich ein großer Bruch in der Finanzierung der EU, weil sie das alle nicht mehr schaffen und stemmen können. Das ist natürlich in diesem Zusammenhang jetzt mit Cameron ein nochmal anderer Aspekt von Bedeutung, denn England saugt die EU aus, ohne selber es wirklich nur tröpfchenweise zurückzugeben. England hat nicht nur einen Sonderstatus in diesem gesamten Konstrukt, sondern bestimmt viel mehr, als wir es wahrhaben wollen, über den Umweg der Kolonie USA, was hier geschieht. Also wir sind einem lächerlichen und wirklichen Schmierentheater an dieser Stelle. Und das muss uns bewusst werden. Und hier sollten wir all das durchschauen und uns gar nicht so sehr
in diese Identifikation eines Cameron hineinziehen lassen, sondern erkennen, wessen Sprachrohr er ist Natürlich. und wessen Interessen hier vertreten werden sind. Wir sind nicht die, in der EU irgendwas bestimmen als Hauptzahler, wenn wir mal diese Ebene mal kurz spaßhalber annehmen wollen und Staatlichkeit kurzfristig mal voraussetzen. Wir sind Vasallenstaat und hier wird getan, was getan werden soll. Und wir können sehr schnell sehen, welche Staaten Rechte haben und welche nicht. Ja, deutlich. Ich habe ein, du siehst, ich habe unter anderem hier auch ein Mac and Cheese von Maggi von Knorr mitgebracht. Das brauchen wir noch ein bisschen später. Ich habe hier ein paar Meldungen aus aller Welt mitgebracht, die ich mitgebracht habe, um sie zu teilen. Vorher aber noch vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis zu dem Steuerproblem, die jetzt im Zusammenhang mit dem Herrn Juncker auftreten. Mhm. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hier steht als Kommentar beim Spiegel, darf ein Mann die EU-Kommission führen, der sein eigenes Land in eine Steueroase verwandelt hat? Hier geht es um Luxemburg. Mhm. Denn Luxemburg hat eine Sonderstellung. Luxemburg hat eine Unternehmenssteuer von teilweise nur 1%. Mhm. Die anderen Länder, die solcherlei Sonderregelungen hatten in der Vergangenheit, nehmen wir Zypern, wurden auf eine sehr drastische Art und Weise wieder in den Status eines Schafes gebracht. Mhm. Und nur Luxemburg hat diese Sonderstellung. Und hier wird also gefragt von Seiten des Spiegels unter der Überschrift, wegducken geht nicht mehr. Europa hat ein Problem, ein sehr ernstes sogar. Vordergründig geht es um die Frage, welche Steuersparmodelle in Luxemburg in der Amtszeit von Ex-Premier Jean-Claude Juncker eingefädelt wurden und wie viele Milliarden andere EU-Staaten dadurch entgingen. Das eigentliche Problem dieser Affäre liegt tiefer. Es lautet, nehmen wir die neue europäische Demokratie, von der auch Juncker gern redet, wirklich ernst. Diese Meldung habe ich mitgebracht, weil das, was auf den ersten Blick so aussieht, als sei es Kritik am Juncker, nur genutzt wird, um einen noch größeren EU-Apparat aufzubauen. Mhm. Das heißt also, hier wird etwas völlig missbraucht, um das Gegenteil in Bewegung zu setzen. Also hier heißt es, wie ernst nehmen wir denn jetzt die EU? Jetzt spätestens braucht die EU wirklich scharfe Waffen. Und soll der große Übervater über den bisherigen Vaterstaat oder Mutti Merkel sein. Und diese kleinen Satelliten sind dann nichts anderes als eben Handelspartner innerhalb des großen Systems. Und so kann eben eine Meldung, die auf den ersten Blick den naiven Bürger das Gefühl vermittelt, aha, hier wird also jetzt endlich mal hingeguckt, missbraucht werden, indem man ihm noch einmal mit viel Gewalt in den Hintern tritt. Ja, es kommen ja so kuriose Meldungen, dass die EU jetzt eben die Bankenaufsicht oder eine Institution der Bankenaufsicht ins Leben rufen will. Und wer bekommt die? Die EZB. Also das ist natürlich auch sehr trollig. Und hier können wir noch beispielsweise lesen, Fragen gehören zur Demokratie. Auch wir EU-Berichterstatter haben es dem Luxemburger zu leicht gemacht. Also hier, man könnte von Eigenkritik sprechen, ist natürlich eine Farce. Mhm. Denn hier übernimmt man auch gleichzeitig wieder eine Aufgabe, freiwillig. Ja, wir Medien haben hier nämlich zu wachen. Ihr habt gar nichts, ihr habt zu berichten. Mhm. Und der mündige Bürger muss hinblicken. Aber wenn wir weiterlesen, geht es dann weiter. Unsere amerikanischen Kollegen würden sich wundern, so unappetitlich Amerikas Mediendemokratie sein kann. So richtig bleibt ihr Kernprinzip. Medien müssen im Auftrag der Bürger jene politischen Kandidaten, die viel Macht ausüben wollen, gründlich durchleuchten, auch wenn es weh tut. Demokratie ist keine Schönwetterveranstaltung. Wer in die USA blickt, kann die Farce von freien Medien in der Viagra-Variante, in der Extremvariante vorfinden. Dort kann man wirklich sagen, wir finden die Verhöhnung in der extremsten Form vor. Was dort durch die Medien geleistet wird,
ist eben nicht ein kritischer Umgang, sondern ein Zerstören von jeglicher kritischer Meinung, wenn sie nicht den Ideologien folgt. Es ist genau das Gegenteil. Und das muss uns sehr, sehr, sehr bewusst werden. Die amerikanischen, großen amerikanischen Medien gehören reduziert drei großen Konzernen und drei großen Familien. Alle Medien, die eine Rolle spielen. Und die rufen so in den Wald, wie es gewünscht wird. Hier also die Amerikaner als ein Vorbild von Demokratie oder als ein Medienkonglomerat, die im Auftrag der Bürger kritisch sind, zu stellen, ist eine unvorstellbare Frechheit, die nur deswegen übersehen werden kann, weil unter dem Überschrift Wegducken geht nicht mehr eine scheinbare, und hier benutze ich diesen Begriff ganz ausdrücklich, eine scheinbare Kritikfähigkeit durch die Medien verpackt wird. Eine unglaubliche Frechheit. Und es ist eine Verhöhnung für jeden denkenden Menschen. Packt eure Spiegelausgaben, packt sie in Umschläge und schickt sie an diesen sogenannten Verlag zurück. Als Sondermüll. Als Sondermüll. Bringt es nach Gorleben. Ja. Ja, das als Zusammenfassung. Die endgültige Entsorgung des Sondermülls der Medien in Deutschland ist noch nicht endgültig geklärt. Nein, wir haben ja jetzt inzwischen eine Veränderung zu beobachten. Obama wird schlecht gemacht, darüber haben wir schon gesprochen. Das geht richtig munter weiter. Er hat jetzt eine neue Niederlage eingesteckt, denn er hat nicht mehr die Mehrheit hinter sich, sozusagen in der Halbzeit, bevor die zweite Amtszeit beginnt, sozusagen die zweiten zwei Jahre seiner Zeit, Legislaturperiode, wird noch einmal die Veränderung möglich, die wir jetzt erlebt haben. Obama wird geschwächt. Aus meinem Verständnis heraus ist das die Vorbereitung für das, was jetzt geschieht, und zwar mit großer Geschwindigkeit. Und gleichzeitig wird uns immer wieder berichtet, dass in den USA so etwas wie eine Konjunkturerholung stattfindet. Auch wenn natürlich viele Meldungen das Gegenteil ausdrücklich dokumentieren. Und hier in Deutschland finden wir inzwischen kritische Stimmen, starke Rückgänge im Export, starke Rückgänge an vielen Stellen der Wirtschaft. Und dennoch habe ich wieder mal eine Positivwirtschaftsmeldung mitgebracht aus NTV vom Freitag, den 7. November, also wenige Tage alt. NTV schreibt, so viel Umsatz wie nie zuvor. Firmen verkaufen Waren auf Rekordniveau. Exportweltmeister Deutschland. Diese Zeiten sind vorbei. Dennoch schlägt sich die deutsche Wirtschaft bestens. Schlägt sich. Interessant, oder? Im Monat September erreichen die Ausfuhren sogar einen neuen Höchstwert. Für das dritte Quartal wird damit ein BIP-Rückgang unwahrscheinlicher, also Bruttoinlandsprodukt. Jetzt ist also die Frage, wenn man genau liest, dann kann man immer davon lesen, dass noch nie so viel Waren abgeflossen sind. Aber um Geld verdienen geht es hier nicht. Ja. Firmen verkaufen Waren auf Rekordniveau und dann steht hier, im Monat September erreichen die Ausfuhren einen neuen Höchstwert. Also es fließt immer mehr Wert aus unserem Land weg. Und wir bekommen möglicherweise Dollar, die nichts wert sind und nie wieder in irgendwelche Werte umgewandelt werden. Und warum, Joe? Warum fließt jetzt mehr weg? Der Euro. Das wird gebraucht. Der Euro ist billiger geworden. Wir sind jetzt bei 1,24. Wir waren bei 1,34. Das ist eine richtig starke Veränderung. Man kann jetzt für Dollar mehr kriegen. Und die exportträchtigen Firmen jubilieren. Frankreich hat, als der Euro noch bei 1,34 lag, wir müssen den Euro künstlich schwächen, weil keiner für 1,34 französische Waren kauft. Das ist schlicht zu teuer. Und jetzt wird über etwas jubiliert, was in Wahrheit Ausdruck eines Niedergangs ist. Das ist das Interessante an dieser Meldung. Das heißt, wer genau lesen kann, der kann lesen, dass das, was hier uns als ein Vorteil verkauft wird, in Wahrheit etwas ganz anderes ist. So als würdest du sagen, sie haben zwar Krebs, aber dadurch, dass sie jetzt so viel Gewicht verloren haben, passt ihnen ihr Wintermantel wieder. Wir haben eine Situation, in der wir verhöhnt werden und in dem Nachrichten verdreht werden können. Und wer hier den letzten Text liest, das ist immer mein Hinweis, liest immer die Überschrift und liest den letzten Absatz, dann steht da, trotz der wiederbelebten Exporte sind die Aussichten der deutschen Gesamtwirtschaft eher getrübt.
In ihrem Herbstgutachten hatte die EU-Kommission in dieser Woche ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum drastisch gesenkt. Für dieses Jahr kappte sie die Wachstumsprognose auf 0,8 von 1,8%. 0,8 von 1,8, wir reden über 50%. Das sind über 50%. 0,9 wären 50. Das sind nicht 1% weniger oder 0,9 oder irgendwas, was wir jetzt ausrechnen, sondern über 50%. Für 2015 wurde die Prognose fast halbiert auf 1,1 von 2%. Das ist auch lustig. Vorher ist es nämlich mehr als eine Halbierung. Hier, wer den Text nur liest und nicht rechnen kann, der liest, das scheint ja vorher besser zu sein. Nochmal der Text. Für dieses Jahr kappte sie die Wachstumsprognose auf 0,8 von 1,8%. Das ist mehr als 50%. Und dann heißt es, für 2014 wurde die Prognose fast halbiert. Ja? Jetzt habe ich es anders betont, damit es ein bisschen stimmiger ist. Unglaublich. Von 0,1 auf 0,1 auf 1,1 von 2%. Erst für 2016 setzt die Kommission wieder ein spürbar höheren Wachstum von 1,8% an. Also eine Horrormeldung, die unter der Überschrift Firmen verkaufen Waren auf Rekordniveau so viel Umsatz wie nie zuvor uns verkauft wird. Also, kann man nichts zu sagen. Wichtig, dass wir diese Meldung durchschauen und dass diese Rabulistik, wie das genannt wird, nicht mehr funktioniert. Okay. Ja, ich habe unterschiedliche Meldungen. Ja. Das ist hier eine dramatische Meldung, die möchte ich gern selber vorlesen, wenn es recht ist. Ja. SEK stürmt Wohnung einer 63-Jährigen wegen eines Wasserboilers. Und hier sehen wir dann also ein Bild, vom Fenster aus diskutierte die 63-Jährige mit den Einsatzkräften. Sie war komplett schwarz gekleidet, trug eine Brille und einen Motorradhelm. Weil sich die Frau uneinsichtig zeigte und stundenlang verbarrikadiert hatte, stürmte das SEK die Wohnung. Wir sprechen also vom SEK, vom Sondereinsatzkommando, die mit einer Kettensäge die Tür zersägt haben, inklusive des dort von der Frau aufgebauten Bollwerks aus Möbeln. Jetzt über den Hintergrund. Sie hatte sich nämlich geweigert, einen Wasserboiler kontrollieren zu lassen, obwohl der Vermieter diese Kontrolle eben befürwortet hat. Das ging dann so weit, bis schließlich und endlich der Gerichtsvollzieher das durchsetzen wollte und den Zugang zur Wohnung mit dem jeweiligen Fachmann, der diesen Boiler kontrollieren sollte, durchsetzen wollte. Das ging nicht. Dann kam die Polizei und auch die Polizei hat sich keinen Eintritt verschafft. Dann kam das Sondereinsatzkommando und hat diese Tür mit einer Kettensäge geöffnet. Das ist aber noch nicht alles. Die Frau wurde dann mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt, die 63-jährige Frau. Und das Interessanteste an dieser ganzen Meldung ist eben, oder hier fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, nach rund 4 Stunden stürmte ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung und überwältigte die Frau mit einem Elektroschocker. Na, super. Und hier heißt es in dieser Meldung, die Ordnung und Recht und Ordnung wurde wiederhergestellt. Na toll, früher gab es mal den Begriff der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ich glaube, der ist ja leicht überschritten. Die SEK musste mit einer Kettensäge die Wohnung und die dahinterstehenden Möbel zerteilen, um sich Zutritt zu verschaffen. Dann stürmten sie die Wohnung und überwältigten die renitente 63-Jährige mit einem Elektroschocker. Die Frau sei daraufhin den Sanitätern übergeben worden. Sie habe sich zudem leicht an der Hand verletzt. Der Elektroschocker habe eine lähmende Wirkung, erklärte der Sprecher. Ziel war es, die Frau schnell handlungsunfähig zu machen. Also was wir hier lesen können, ist ein Ausdruck einer Zeit. Ein Ausdruck, in der die Verhältnismäßigkeit A nicht mehr gewahrt sind und in der der Bürger zum Störenfried wird. Und die Polizei die Ordnung, so wie es hier auch heißt, wiederherstellen muss. Also das, was für Ordnung gehalten wird. Die künstliche Struktur, die wird mit aller Radikalität durchgesetzt. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Wir reden nicht von den USA, wo schon 5-jährigen Handschellen angelegt werden, sondern wir sprechen hier von Deutschland oder beziehungsweise von dem BRD-Konstrukt. Und wir sehen, wie sehr man sich schon auch in der Ecke gedrängt fühlt. Denn sonst würde man so nicht vorgehen. Man fürchtet den Bürger. Den renitenten Bürger, der seinen Boiler nicht. Und so wie wir uns eine andere Regierung wünschen, wünscht sich die Regierung einen anderen Bürger und tut viel darum,
diese Bürger bereits ins Land zu holen mit entsprechenden Prämien, die sich weniger renitent zeigen, die zufrieden sind, wenn sie Hartz-Geld bekommen und die das tun, was sie sollen und die auch keine Ahnung haben von ihren Rechten. Und das ist der Trend, der europaweit Ausdruck dieser Zeit ist und dieses Systems. Da will man hin. Schöne neue Welt, erinnert mich so ein bisschen an Aldous Huxley. Okay. Wie brutal die Medien übrigens umgehen können, werden wir uns gleich anschauen. Zuvor mal einen Blick nochmal zurück zu Dominik Strauss-Kahn. Ja, wie geht's dem? Investmentgesellschaft von Strauss-Kahn meldet Insolvenz an. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Die luxemburgische Investmentgesellschaft ist pleite. Zuvor verübte sein Geschäftspartner Suizid. Die Gruppe wurde gegründet, um einen 2 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds zu gründen, der sich auf Schwellenländer konzentriert. Ja, also der ehemalige Chef der Weltbank, man könnte sagen ein Alpha-Schäferhund in unserer Geschichte, ist sozusagen innerhalb von Stunden zum Schäfchen gemacht worden. Und das muss uns bewusst sein, das ist etwas, das dieses System unumwunden an allen Stellen tut. Niemand, weder eine Frau Merkel noch ein Papst, hat ein tatsächliches rechtliches Fundament. Wenn er ausgetauscht werden soll, dann geschieht das. Und Dominik Strauss-Kahn hat eine lange Leidensgeschichte erlebt, als er eigentlich dachte, New York zu verlassen und schon in seinem Flugzeug saß, mit Diplomatenpass und allem ausgerüstet. Bumm, innerhalb von Sekunden hat man den ideologischen Abweichler wieder zur Raison gebracht und ausgetauscht. So schnell kann es gehen, ja. Aber auch der Suizid des Geschäftspartners, auch interessant, da gibt es ja viele in Bankenkreisen. Ja, absolut, absolut. Dann haben wir einen Fall, der passt dazu irgendwie. In Berlin hat man nämlich jetzt einen zu radikalen Staatsanwalt, einen Herrn Rudolf Hausmann, entrechtet. War Rudolf Hausmann zu radikal? Jugendgewalt. Berlin stellt Hardliner-Staatsanwalt kalt. Kinder aus kriminellen Familien ins Heim. Mit diesen radikalen Maßnahmen wollte Berlins Oberstaatsanwalt Hausmann jugendliche Verbrecher mit Migrationshintergrund bekämpfen. Das geht natürlich gar nicht. Unter seiner Führung sank auch die Zahl der Intensivtäter. Doch nun wurde er völlig überraschend abgesetzt. Ja. Also der Grund wird ja schon fast mitgeliefert. Ne? Es wird mitgeliefert. Ja. Es wird mitgeliefert. Jugendliche Verbrecher, was nicht gewollt ist, was nicht gewollt ist, das soll nicht geschehen. Ja. Zu diesem Thema habe ich noch etwas mitgebracht, ganz aktuell, der Streik der Lokführer. Mhm. Und hier wurde auf einmal eine kleine Gewerkschaft in den Fokus gerückt. GDL. Und diese kleine Gewerkschaft der Lokführer hat auf einmal für das System wirklich zu einem Problem führen können. Auf einmal war möglicherweise etwas gefährdet, dass die Macht auch und den Machtanspruch des Systems ganz offenkundig unterlaufen konnte. Und entsprechend hat man hier agiert und hat etwas gemacht, das geradezu unglaublich ist. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Jedenfalls lohnt es sich mal hier diese Meldung, den oberen Teil vorzulesen. Auch aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Gejagt. Medien veröffentlichen Wohnhaus und Telefonnummer von Weselski. Die Bild-Zeitung fordert die Leser auf, den Gewerkschaftsführung die Meinung zu geigen und veröffentlicht seine Bürotelefonnummer. Der Fokus bringt ein Foto vom Wohnhaus Weselskis und vom Klingelschild, auf dem steht Familie Weselski. Es muss diesen Medien ziemlich schlecht gehen, wenn sie zu solchen Mitteln greifen. Das ist eine Vermutung, die ich nicht teile, nein, sondern die Medien machen, was getan werden muss, um jemand, der, wie hieß es eben, renitent ist, ja, ganz schnell zu zeigen, was alles geht. Und dann ruft die Bild-Zeitung auf, so jetzt geigt dem mal die Meinung. Da findet ihr ihn, da könnt ihr ihm Bescheid sagen, wenn ihr zu spät seid mit der Lokomotive. Wir haben eine wunderbare Demaskierung der sogenannten Demokratie. Wir haben einen deutlichen Hinweis, mehr geht doch gar nicht, wie stark das System, mit welcher Radikalität, Brutalität, bar von jeglicher Rechtsgültigkeit, es sich hier Ausdruck verschafft. Und das mit Hilfe der fünften Kolonne der Medien.
Wenn man jetzt aufrufen würde oder die Klingelschilder oder die Wohnhäuser von Spiegelredakteuren oder so, dann würden die sich natürlich dagegen verwahren und sagen, sind Mittel, die sind nicht erlaubt in einem demokratischen Land. Da Aber fallen mir noch viel bessere Beispiele ein. ja. Also bestimmte Gruppierungen in dieser Form öffentlich zu machen, das wäre ein Aufschrei, der wäre bis nach Washington zu hören. Das ist Aber wenn es natürlich in passt, Ordnung. wird es halt Und einfach gemacht. er ist zurückgerudert, der Herr von der Gewerkschaft. Ja, das sind Mafia-Methoden, würde ich sagen, ne? Das sind echte Wir Mafia-Methoden. wissen, wo dein Haus wohnt. Genau so ist es, so ist es. An dieser Stelle ziehe ich mal diese Meldung vor, die uns auch zeigt, wo unsere Rechte sind. Stadt will Flüchtlinge in Ferienhäusern unterbringen, aus der Ostsee-Zeitung. Auch gegen den Willen der Besitzer könnten Asylbewerber in Kühlungsborn, Landkreis Rostock, bald in Urlaubsquartieren wohnen. Ja, der Bürgermeister kann hier also entscheiden und sagen, pass mal auf, dein Haus wird gebraucht. Und hier erkennen wir den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Du sitzt zwar in diesem Haus und man hat dir gesagt, das ist dein Eigentum, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie kann ein Dritter über dein Eigentum bestimmen? Und diese Frage endet dort nicht. Sie geht weiter zu der Frage, wie kann es sein, dass du sogenannte Grundbesitzabgaben zahlen musst? An wen denn, wenn es denn dein Haus wäre? Bis zur Enteignung. Also das sind alles Hinweise an die Kinderwelt. Hör und sieh genau hin und erkenne deinen Stand, in dem du dich befindest, in dem man dich gesteckt hat. Und überlege, ob du damit einverstanden bist, dich diesem Stande unterzuordnen. Das ist nämlich nicht notwendig. Es funktioniert nur, weil es nicht gesehen wird. Und hier geht es darum, hinzuschauen. Und dann bewegt sich alles wie von selbst. Hier noch ein Hinweis in einer Aussage von dem Bürgermeister. Ich kann den Besitzern die Angst nicht nehmen. Also deutlicher kann man sich sagen, es soll auch Angst gemacht werden. Er könnte es umgekehrt formuliert sagen, ich werde den Besitzern Angst machen. Dann haben wir noch einen etwas deutlicher an der Wahrheit zu finden Hinweis. Du siehst, es sind nicht mehr viele Meldungen. Die passt hier so schön dazu, denn Entrechtung als großes Thema drückt sich jetzt auch aus im Kontext mit einer neuen Möglichkeit, innerhalb der EU Gerichtstitel zu vollstrecken. Die Überschrift lautet, und die Seite, auf der ich das gefunden habe, war haufe.de unter der Rubrik Recht, Vollstreckung im Ausland. Vollstreckung von Gerichtstiteln im EU-Ausland wird deutlich einfacher. Was EU-Ausland ist, ist natürlich auch eine Frage. Die Vollstreckung gerichtlicher Titel innerhalb der EU ist immer noch ein großes Ärgernis. Gleichgültig, ob Unterhalt gegen den nach Italien verzogenen Ehemann und Vater oder einfach Bußgeldbescheid im Ausland vollstreckt werden sollen, der bürokratische Aufwand ist immens und nicht selten auch vergeblich. Das soll sich jetzt ändern. Besserung, also hier haben wir schon etwas, was mehr als Wertung gar nicht übersehen werden kann. Besserung verspricht zumindest für die Gläubiger die Umsetzung der neuen Brüssel-IA-Verordnung Nummer 1115 von 2012. Hiernach soll die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen erheblich erleichtert werden. Die Verordnung gilt ab dem 10.01.2015 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Mittelbar findet sie auch im Verhältnis zu Dänemark Anwendung. Also was wir hier sehen können, ist eben das, was wir so häufig schon gesagt haben, die EU als Überstaat, ein Verein, ein Verein. In diesen Verein sind 17 Staaten und sogenannte Staaten eingetreten und haben damit die Satzung akzeptiert. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, hier siehst du diese Mächtigkeit, die da drin steckt. Und ohne wirklich eine tatsächliche substanzielle Grundlage, insbesondere in Deutschland, wird auf einmal etwas geschaffen, werden Fakten geschaffen. Und es wird immer weniger in Frage gestellt. Und in 5, in 10, in 15 Jahren war das schon immer so. Und keiner erinnert sich mehr an die Zeiten, als es noch sogenannte Staaten gab. Ja, das habe ich gehört in der Schule, da gab es auch immer Kriege. Wir können ja so glücklich sein. Das ist die Geschichte, die man uns präsentiert, die natürlich, während man vorne am Gebäude baut, hinten bereits zusammenstürzt. Denn die EU stürzt zusammen, Gott sei soll Dank. zusammenstürzen. Drei, nein, vier letzte Meldungen. Jede ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.
Von daher tue ich mich schwer. Womit soll ich beginnen? Lass uns die anfangen. Bitte. Aus der Westen.de. SPD und Grüne wollen 50% Ampelfrauen. Also das Ampelmännchen ist denen ein Dorn im Auge. Und es ist ja auch nicht gerecht den Frauen gegenüber, dass überall Ampelmännchen sind. Ich hätte jetzt gerne noch unbedingt einen Ampeltransvestit. Ja, und einen homosexuellen Ampelmännchen und... Und einen Behinderten, bitte. Einen Behinderten, auf alle Fälle, im Rollstuhl, ja. Das ist ganz wichtig, weil jeder Behinderte, jeder Transvestit, jeder Homosexuelle wird natürlich mit allem Recht auf ein eigenes Ampelmännchen bestehen können. Absolut. Das ist ja wohl nur fair. Du willst ja wohl hier niemanden diskriminieren. Eine Quote an der Fußgängerampel, ja. Naja, wenn die sonst keine Sorgen haben. Gib's mir bitte doch nochmal. Ich möchte einmal natürlich hier ganz klar auf die Kinderwelt hinweisen. Das kannst du nur einem, der mit beiden Füßen festgegipst in der Kinderwelt steht, im Sandkasten eingekasten. Ja. SPD und Grüne wollen 50% Ampelfrauen, eine Quote an der Fußgängerampel. Die Fraktionen von SPD und Grünen in der Bezirksvertretung Innenstadt West wollen die Hälfte der Ampeln in diesem Teil der Innenstadt mit Ampelfrauen statt Ampelmännchen ausstatten. Jetzt soll die Verwaltung die Frage der Gleichberechtigung prüfen. Das ist nicht Klapsmühle nur, sondern der Versuch festzustellen, wie absurd können wir sein, ohne dass der Bürger auch nur zuckt. Und der ein oder andere wird mit einem Schmunzeln diesen Hintergrund überhaupt nicht erkennen, sondern das eben für eine typische politische Verrücktheit halten. Es ist es nicht. Es ist der Versuch, uns vollständig zu entmündigen und neben Kriegsschauplätze wollte ich eigentlich nicht sagen, ja. Ich wollte einen anderen und Nebensächlichkeiten zu einem wichtigen Thema machen. Ich setze mich für Minderheiten ein. Und da spielt es keine Rolle, wenn die Mehrheit jeden Tag unterdrückt wird. Ja. Irgendwann ist die Mehrheit eine Minderheit. Da können wir von ausgehen. Ja. Guck mal, Joe, das musst du vorlesen. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. ZDF entschuldigt sich, weil Moderator ein braunes Hemd getragen haben soll. Das ZDF hat sich bei seinen Zuschauern entschuldigt, weil das olivgrüne Hemd des Moderators im Morgenmagazin auf dem Bildschirm braun gewirkt hat. Sonst hat man keine Sorgen. Hier sehen wir A, wofür man sich entschuldigen kann, wofür man sich entschuldigen muss und was wirklich wichtig ist. Sag mal, dein Pullover ist aber auch so ein bisschen braun. Ja. Jetzt, wo wir drüber reden. Wir können uns ja mal vorsorglich entschuldigen. Das stimmt, voraus allen Gehorsam. Entschuldigen ist eine gute Sache, weil man auf diese Art seine Schuld los wird. Aber das ZDF hat so viele andere Leichen im Keller, dass man mit dieser Nebensächlichkeit sich nicht aus dieser erheblich größeren Schuld befreien kann. Das nur als Hinweis. Das ist absurd, mehr kann man nicht sagen. Damit habe ich die absurdesten Nachrichten mitgebracht. Ich habe noch eine, die so einen Übergang in die energetische Ebene hineinbringt und dann eine rein energetische. Eine Meldung vom 29. Oktober aus NTV. Gruselüberfälle in Frankreich. Clown-Attacken werden aggressiver. Immer mehr böse Clowns treiben in Frankreich ihr Unwesen. Sie erschrecken Passanten, rauben Handys und attackieren wehrlose Bürger mit Baseballschlägern und Messern. Im ganzen Land werden Dutzende solcher Überfälle gemeldet. Die Attacke des Clowns. Joker fällt mir ein, im Zusammenhang mit dem Batman. Ja. Und du weißt ja, dass es tatsächlich nicht wenige Menschen gibt, die eine Art Clownphobie haben. Also wenn ich den Ronald McDonald sehe, dann erschrecke ich mich auch immer tierisch und denke, wie kann man Kinder zu McDonalds schicken? Oder geht mir das nur so? Und es gibt ja von dem Bestseller S, glaube ich, wo von auch Stephen King. Stephen King, genau, wo auch so ein Clown eben eine ganz üble Rolle spielt. Hier können wir aus der spirituellen Ebene heraus die Qualität der Polaritäten erkennen. Das, was auf der einen Seite lustig sein soll, trägt auch den Keim des anderen Pols in sich. Ja. Jemand, der ganz ruhig und freundlich ist, aber Grauenhaftes tut, ist für uns besonders herausfordernd, geradezu schrecklich. Mhm. Viele naive Menschen stellen sich einen bösen Menschen auch entsprechend optisch vor. Sie können sich nicht vorstellen, dass ein böser Mensch aussieht wie Herr Gauck.
Ja, der für andere wie ein seriöser Mann mit seinen grauen Haaren und seiner Brille aussieht. Böse Menschen sehen nicht so aus wie in einem Comic. Aber die Clowns haben hier eine besondere Qualität. Die Attacken von Clowns als von Clowns verkleideten Missetätern halten Frankreich weit in Atem. Hier wird von einer Stadt gesprochen in Ostfrankreich, da gibt es zwei Attacken fast zeitgleich, wie die Polizei sagt. Ein Jugendlicher, der mit seinem Roller nach Hause fuhr, sei von einem Clown zu Boden geworfen und geschlagen worden. Zwei weitere als Clown verkleidete Personen hatten bewaffnet mit einem Baseballschläger junge Leute verfolgt und so geht es weiter. Auch in Grenoble werden laut Polizei Vorfälle gemeldet. Ein Clown mit einem Messer sei von einem Passanten in die Flucht geschlagen worden, der seinen Hund dann von der Leine ließ und so weiter. In Südfrankreich gab es einen Überfall von einer älteren Frau von einem Clown und so geht es weiter und weiter. Eigenartig, oder? In der Tat. Ein Ausdruck einer besonderen energetischen Qualität, die auch ein Hinweis ist auf diese Pole, auf diese Absurdität, auf den Irrsinn, auf dieses völlig außer Kontrolle geratene, absurde Geschehen rund um uns herum. Clowns, die die Menschen überfallen, sogenannte Politiker, die die Menschen betrügen und bescheißen, sogenannte Richter, die Unrecht sprechen. Das passt doch alles. Ärzte, die Medikamente im Auftrag der Pharmaunternehmen verschreiben. Von denen sie wissen, was für Nebenwirkungen oder Hauptwirkungen sie haben. Von denen sie wissen, was sie für Wirkungen haben. Und so geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Und da sind die Clowns nur die Konsequenz. Man muss sich fragen, warum die nicht schon vorher da waren. Es passt wunderbar und ist ein Ausdruck und auch wieder ein Ausdruck des Höhepunkts. In dem Moment, wo sich die Pole berühren, entsteht die große Transformation. Zunächst aber eine starke Reibung. In diesem Punkt sind wir. Wir stehen am Ende dieser Entwicklung. Bevor du die letzte Meldung hast, du hast ja hier noch was von Knorr mitgebracht und hier noch einen Zettel. Nee, den hatte ich nur zufällig dabei. Der hat nichts zu bedeuten. Ja. Da hatte ich mir eine Nummer aufgeschrieben. Aber das hier, Mac and Cheese. Mac and Cheese ist in Amerika ein Synonym für billiges Essen. Mhm. Mac and Cheese, also Macaroni und Käse, ist billig. So billig, wie es überhaupt nur geht. Stärke macht satt. Und es gibt natürlich heute eben auch Käseersatz, sogenannter Analogkäse. Ja. Und dieser Analogkäse ist das Billigste, was man produzieren kann. Es gibt keine Möglichkeit, schneller und billiger einen Satz zu machen. Und das Thema Mac and Cheese hat vielschichtige Niederschläge in den USA und wird dort als Synonym für wir versorgen euch billig. Es gibt inzwischen Mac and Cheese Fahrzeuge, die durch die USA fahren und die Menschen auf diese Art und Weise versorgen. Das heißt, es wird Macaroni und Käse in einen Cup, also in so eine Tasse, okay, ja, in eine Tasse hineingemacht und da wird das Überleben gesichert. Und wir haben in den USA rund 50 Millionen inzwischen Empfänger von solchen Lebensmittelkarten. Und wir wissen, dass viele keine bekommen, wenn sie zum Beispiel Single sind oder... Oder wenn sie vorbestraft sind. Wenn jemand, der einmal vorbestraft war, kriegt keine Lebensmittelkarte. Und wenn wir uns vorstellen, wer in den Ghettos wo Lebensmittelkarten braucht und wer dort noch nicht vorbestraft war oder noch nie verhaftet worden ist, kann sich ausrechnen, dass diese Quote ganz anders aussehe. Und deswegen Mac and Cheese. Und jetzt habe ich das erste Mal von Knorr die entsprechende Option hier auch in Deutschland gefunden. Wir werden entsprechend auch schon vorbereitet hier, also eine solche Packung. Aber auch noch gleich gezeigt, wo es herkommt. Alles Gute kommt aus den USA, irgendwann auch zu uns rüber. Kann man schon mal drauf einstellen. Ja, kann sich schon vorbereiten. Ja. Wir kommen zu meiner letzten Meldung aus der Welt. Wissenschaftler und Grüne sollten sich zu wenig um Missbrauchsopfer gekümmert haben. Vorsitzender Peter sieht ihre Partei nicht als Ort der Tat. Doch im grünen Milieu war Sex mit Kindern kein Tabu. Hier wird jetzt also sehr deutlich ausgesprochen, was schon in den alten Tagesenergien-Ausgaben immer wieder ein bisschen durchgewabert ist. Wir erinnern uns an Herrn Cohn-Bendit und sein Buch, was er geschrieben hat. Wir erinnern uns an unterschiedliche Bewegungen der 68er Frühsexualisierung. Und wir nehmen auch wahr, dass das jetzt wieder stattfindet. Ja. In den Kitas soll den Kleinsten schon bereits Sexualkundeunterricht verordnet werden. Analverkehr als ganz beliebiges
Mittel oder wie man... Bei Kleinstkindern bereits. Es gibt in Frankreich jetzt eine grüne Abgeordnete, die verlangt, dass ab dem 3. Lebensjahr Sexualkundeunterricht verbindlich über den Staat geregelt wird. Ja. Warum? Die Frage stellt sich und ich habe sie deswegen mitgebracht. Vielleicht zeigst du noch mal kurz die Meldung. Sie steht nämlich sehr, sehr symbolisch für etwas, das ganz wichtig ist vom Verständnis, vom energetischen Verständnis her. Zum einen habe ich schon darauf hingewiesen, Grün steht nicht für die Umwelt, auch wenn es von den Protagonisten, die an den freien Willen ihres Handels glauben, so gedacht war. Grün steht für Unreife. Sex mit Kindern steht für Unreife. Kein sexuellen Kontakt mit entsprechend Gleichaltrigen, mit Erwachsenen, sondern das Verlagern des Sexes auf das unreife Kind, in dem auch das Geschlechtliche nicht zu den Früchten kommen kann, die normalerweise damit einhergehen. Also hier geht es um eine andere Form von Sexualität. Und es gibt drei Ebenen, auf denen wir mit dem Göttlichen in Berührung kommen. Bei der Geburt, beim Tod und im Sex. Zwingend. Ja. Alle sind symbolisch erkennbar, das auf die Welt kommen, das Reinkarnieren, das in das Fleisch gehen in der Übersetzung, Reinkarnare, ins Fleisch gehen, der Tod aus dem Fleisch herausgehen, zurück in die Göttlichkeit. Auch hier finden wir sprachliche Hinweise. Sarg heißt Körperfresser. Das Körperliche wird entfernt, das Formale, das Geistige wird freigesetzt. Und im Sexuellen, wo aus den beiden, wie wir würden sagen, gegensätzlichen Polen, aus den Polen, die einander bedingen und einander brauchen, ein drittes Neues, das Leben entsteht. Mhm. Und an all diesen drei Stellen finden wir Missbrauch. Bei der Geburt, wenn die Kinder noch unreif, per Kaiserschnitt, inzwischen zu über 70% in den USA zur Welt gebracht werden. Ganz wichtig, unreif auf die Welt kommen, so unreif wie die Bananen und die Kiwis, die du im Supermarkt kaufen kannst. Und wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass die natürliche Geburt über die Hebamme in unglaublicher Form erschwert wird, ja, und gleichzeitig das, was stattfindet beim Tod, nichts mehr mit einem menschenwürdigen Umgang mit den alten Menschen zu tun hat. Mhm. Und jetzt ist es die Sexualität, die dort unter Beschuss steht und die verändert wird und aus dem Göttlichen ein unreifes Kinderszenario macht. Das ist der Hinweis. Plus dem Versuch, über magische Missbräuche diese Tore zu missbrauchen auf einer ganz umfangreichen energetischen Ebene. Das ist das, was wir erleben. Warum bringe ich es mit? Weil wir sehen, wie verzweifelt das System sich auf allen Ebenen wehrt und wie komplex all das ist, was um uns herum geschieht und was für einen kleinen Anteil wir üblicherweise nur wahrnehmen. Aber auch etwas, wo eigentlich jeder Elternteil erkennen müsste, ich möchte doch nicht, dass mein Kind in der Kita schon irgendetwas über alle möglichen Sexualformen, die teilweise eben mit Schmerzen verbunden sind, also mit Sadomaso und sowas schon informiert werden. Das ist ja auch etwas, was uns heute sehr viel vorgesetzt wird, so als wäre es alltäglich. Also wer sich nicht ein bisschen auspeitschen lässt, der ist ja schon ein bisschen prüde. So wird es ja dargestellt. Ja. Ne? Wir kriegen da sehr viele Dokumentationen, auch von Spiegel TV und so weiter, über Sado und Dominas und so weiter. Der Sexualakt hat etwas sehr Heiliges, denn er ist im eigentlichen Sinne der auf der körperlichen Ebene sichtbare, die kymische Hochzeit, die Verbindung der Gegensätze. Mhm. Und die damit einhergehende Qualität eines göttlichen Zugangs im Orgasmus oder in den entsprechenden Formen, die es dort gibt. Es gibt ja entsprechende auch tatsächliche Formen, die auf diesen Aspekt ganz stark ausgerichtet sind. Ja. Ja? Und hier wird etwas in den Schmutz gezogen. Und zwar ganz mit böswilliger Absicht. Das Heilige wird entheiligt. Es wird in den Schmutz gezogen. Und es wird die Perversion zur Normalität gemacht. Also das, was wir hier sehen können, ist ein energetischer Anschlag auf eine Ebene, die wir auch schon allein sprachlich sofort durchschauen können, wenn wir denn merken, dass wir für den sexuellen Akt entweder nur etwas aus der Wissenschaft Entlehntes
oder etwas Umschreibendes oder aus der Vulgärsprache finden können. Ja. Weil für uns ist es unaussprechlich. Es ist gefürchtet von der Kirche, wie von der Wissenschaft, wie von den Strukturen. Dort findet sich der Zugang zum Göttlichen. Und überall dort, wo der Zugang zum Göttlichen zu finden ist, wird er uns erschwert. Das ist der Ausdruck. Und er wird unreif gemacht. Er wird zu einem Zeitpunkt verordnet, wo das Göttliche noch nicht gesehen werden kann, wo die Reife noch nicht vorhanden ist. Wir werden in Unreife gehalten. Vieles geht zurück auf den Sexualforscher Kinsey, und das klingt eben so wissenschaftlich, als hätte McKinsey. Aber der hat wirklich Experimente gemacht, wie viele Orgasmen ein Baby haben kann. Und dann fragt man sich natürlich, was sind das für Experimente und wieso sagt man, das ist eine wissenschaftliche Arbeit? Natürlich ist das genau, wenn wir uns weiter umschauen, im Kontext aller Grundansprüche wunderbar stimmig, weil das gehört in diese Struktur hinein. Das ist in eine künstliche und uns von unseren Wurzeln und eigentlichen Intuitionen abschneidende Struktur, die sonst nicht überlebensfähig wäre. Wir brauchen das, damit das funktioniert. Die Menschen, die sich dann gegen so etwas wehren, gegen die Frühsexualisierung in den Schulen, die werden dann natürlich in den Medien dann auch als schulenfeindlich und so weiter dargestellt, obwohl das gar nichts damit zu tun hat. Überhaupt nicht. Aber es wird natürlich dann in eine Ecke gesteckt, des Alten, des Reaktionären und so weiter, obwohl ich denke, es hat schon einen Grund, dass bestimmte Dinge in der Natur einen Sinn haben und wenn man sie umdreht, dass sie dann nicht funktionieren und etwas anderes geschieht. Aber das ist alles gewollt, dass alles verdreht wird, in den Dreck gezogen wird. Genau. Das ist eine Absicht dahinter. Wir haben über rituellen Missbrauch gesprochen und es geht eben nicht nur um den sexuellen Missbrauch, da werden auch Opfer, Menschenopfer gebracht. Und zwar, wir hatten gerade Halloween, wo sicherlich nicht nur das gespielt wurde mit Kostümen. Halloween ja auch im Grunde genommen der Zugang zu unseren Ahnen. Ja. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir eine ganz wichtige Qualität, die auch eben missbraucht wird und überdeckt wird durch eine Showinszenierung, die kommerzialisiert wird und die wir in vielen Ebenen beobachten können. Wir können auf der einen Seite sagen, es ist etwas wirtschaftlich gesteuertes. Wir können auf der anderen Seite sagen, die Kirche möchte hier alte Strukturen verdecken. Wir können aber auch auf die energetische Ebene eingehen und sagen, hier geht es um tatsächliche Zugänge, die an diesem Tag leichter vor uns liegen und in denen wir auf gar keinen Fall tatsächlich diese eigenen Qualitäten wieder entdecken sollen. Also es hat unterschiedliche Ebenen. Und dieses Unreifsein, das ist vielleicht ein wunderbarer Einstieg in den letzten Teil der heutigen Ausgabe, ist die einzige Möglichkeit, uns unter Kontrolle zu halten. Der Reifeprozess, der jetzt in uns stattfindet, oder der Prozess der Bewusstwerdung, ist kein durch den Verstand erarbeitetes Konstrukt. Also ich sage, jetzt kommen lauter kluge Leute auf die Welt oder die Menschen werden klüger, sondern es ist ein Reifeprozess. Und ein Reifeprozess entsteht in uns ganz von selbst. Wir werden reifer. Ein junger Mann, der sagt, ich werde Superstar und dann hole ich mir einen Ferrari und dann mache ich dies. Und dann wird er im Laufe seines Lebens durch diesen Reifeprozess diese Dinge dann auf einmal etwas anders, differenzierter sehen können, weil er dazu gelernt hat. Aber es ist nicht das Lernen im Sinne einer Konstruktion des Verstandes geschuldet, sondern eines größeren Verständnisses, eines Wahrnehmens der größeren Zusammenhänge. Und das geschieht bei uns und dieser Reifeprozess, der kann auch bei Zehnjährigen einsetzen, der kann bei kleinen Kindern einsetzen. Es ist, wir reifen als Menschen heran. Wir haben eine andere Form, Zugang zu unserem Bewusstsein zu gelangen. Aber man lässt den Kindern heute gar nicht mehr die Zeit zu reifen, denn man erwartet von kleinen Kindern schon, dass sie quasi in der Gesellschaft funktionieren und dass sie Verantwortung übernehmen oder dass sie in Ordnung sind. Und wenn sie nicht so sind wie andere, dann wird sofort Alarm gerufen, obwohl sie ja noch in Prozessen sind. Und Dagmar Neubrauner hat das sehr schön aufgestellt und die Neufold-Forschung, Neufold-Institut, Gordon Neufold, was da in den ersten Jahren an wichtigen Prozessen geschieht. Und wenn dann die Kinder schon sehr früh in die Kita kommen, dann haben sie diese Orientierung an den Erwachsenen zum Beispiel, an Vater und Mutter und an
Opa und Oma, was es früher ja noch gab, haben sie, da sind ganz viele Prozesse, die dann nicht mehr stattfinden und dann entstehen unreife Kinder oder unreife Erwachsene. Das ist das, was man will. Man züchtet unreife Erwachsene. Wie nennt man die? Das sind steckengebliebene Kinder. Ja. Und zwar kranke Kinder, ungesunde Kinder. Keine Kinder, die ihre natürlichen Qualitäten entwickeln durften. Und das, was du sagst, hat eben auch wieder unterschiedliche Ebenen. Denn ein Kind im Alter bis zum 4. Lebensjahr lebt noch sehr stark verbunden mit seiner wahren Qualität und Natur. Und hier wird ein Herausreißen vorangetrieben und eine künstliche Identifikation. Man könnte sagen, die Kinder werden in einem frühen Stadium in eine künstliche Identifikation und Struktur hineingedrängt, in der eine so starke Verwicklung stattfindet. Und das Ganze wird noch energetisch unterstützt. Das ist der eine wichtige Aspekt. Aber du kannst, wie immer, diese Qualitäten auch auf den anderen Ebenen finden, wenn du im Supermarkt eben nur unreifes Obst findest. Für denjenigen, der nicht in der Lage ist, analog zu denken, sondern in rein kausalen Ketten denkt, sagt, jetzt spinnt er, was hat denn das mit dem Obst zu tun? Mhm. Es ist Ausdruck der gleichen Qualität. Unreife ist das ganz große Thema in unserem System. Wir werden unreif gehalten und das auf allen Ebenen, weil dieser Reifeprozess unaufhaltsam ist. Er ist unumkehrbar und er findet jetzt in uns statt. Und durch unsere starke Prägung und unsere starke Identifikation empfinden viele Menschen den Reifeprozess als eine Krankheit, als etwas, was sie lieber nicht hätten. Er ist eine Heilungsphase und er sollte von uns willkommen geheißen werden. Und wir sollten unseren Anteil, dass diese Reife in uns sich ausdrücken kann, beitragen, indem wir die Reife begrüßen, indem wir das, was uns in der Unreife hält, nach und nach hinter uns lassen und die Dinge durchschauen, aus der Kindheitswelt in die Erwachsenenwelt umsteigen. Sehr schöner Hinweis und wir haben zu Anfang gesagt, wir werden über eine Menge Dinge sprechen in der äußeren Welt, aber wir müssen uns eigentlich nicht mehr mit ihnen belasten. Sie sind da, sie sind Ausdruck all dieser Entwicklungen und es ist auch der Kräfte, die nicht wollen, dass wir reif werden, weil sie uns kontrollieren wollen und unreife Menschen in einer Kinderwelt sind natürlich leichter zu kontrollieren, aber wir sehen an allen Meldungen eben, dass diese Strukturen nicht mehr gehalten werden können, weil die Energie nicht mehr reicht, das ist das Schöne und wir müssen uns gar nicht damit belasten. Nein. Wir müssen jetzt auch nicht sagen, wir müssen das bekämpfen oder wir müssen etwas tun. Da. Wir müssen einfach sein, das, was wir sind, nämlich dieses göttliche Wesen, was sich hier inkarniert hat in dieser Welt und auf unsere innere Stimme hören und dann merken wir auch, wo die Dinge nicht in Ordnung sind und was uns da vorgesetzt mit der Frühsexualisierung. Da regt sich normalerweise, natürlicherweise schon, dass wir sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind schon so früh damit konfrontiert wird. Die werden irgendwann der wird seine Zeit haben, wann er die Sexualität entdeckt, aber ich will nicht, dass ihm das da im Kindergarten schon aufgedrückt wird. Ganz das genau. Heißt, wir können uns wieder besinnen auf unsere inneren Zugänge, die wir ja haben mit dem Kosmos und diese äußeren Dinge, diese Manipulationen, die versuchen uns in dieser Welt zu halten, in dieser materialistischen Welt, die können wir abfallen lassen und müssen sie nicht selber noch mit Energie versorgen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir müssen sie nicht abfallen lassen, sondern wir brauchen sie nicht mehr festzuhalten. Ja. Und das, was jetzt in uns in Gang kommt, dieser Gesundungsprozess, wirft uns wieder zurück auf unsere eigene wahre Natur. Und in dieser wahren Natur stellen sich diese Fragen nicht und finden diese Illusionen nicht statt. Im äußeren Geschehnissen betrachtend finden wir uns jetzt in einer sehr stark in Spannung befindlichen Welt. Ja. Und die Vorstellung, was kann ich tun, wird ganz automatisch dabei geboren und entsteht. Aber tatsächlich entsteht, wenn du diesen Reifungsprozess in dir willkommen heißt, durch dich genau das, was durch dich entstehen muss. Und das kann sich auf so unterschiedliche Art und Weise äußern, dass der Betrachter, der das von außen betrachtet, sagt, ja, was ist jetzt richtig? Der eine meditiert und macht gar nichts mehr, der nächste sitzt auf Mallorca und sagt, ich bin ausgestiegen und der dritte geht zur Montagsdemo. Wer macht es richtig? Alle. Mhm. Und zwar immer dann, wenn es durch sie einfach geschieht, weil sie es geschehen lassen, ohne die Dinge im Kopf zu einem
Identifikationsproblem zu machen. Es geschieht das, was geschehen muss. Es kann nicht anders. Und in Wahrheit ist es schon geschehen. Und wir haben ja jetzt eine Zeit, die Herbstzeit, die Tage werden kürzer, so zumindest mit dem Sonnenlicht, und man ist weniger draußen, man ist viel zu Hause, und wenn man dann mit sich hadert, dann hat man natürlich ein Problem. Aber es ist eigentlich ganz natürlich in dieser Zeit, dass man sich besinnt. Mhm. Deswegen spricht man zum Beispiel auch von einer besinnlichen Weihnachtszeit. Aber es ist von der Natur durchaus vorgesehen, in dieser Zeit gar nicht so aktiv im Außen zu sein, sondern durchaus zu Hause auch mal viel schlafen. Also ich merke das, höre das auch viel, dass Menschen sagen, ich bin so müde, ja, dann schlaf doch, das ist doch gar nicht schlimm. Guter Hinweis, der Schlaf. Man sagt, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Ja. Der Tod, wir haben es vorhin gesagt, ist ein großes Thema im Moment. Der Schlaf ist damit auch eine Form von Transformation. Der Schlaf ist kein Passivsein. Der Schlaf ist nicht einfach, jetzt mache ich nichts mehr und müsste normal früher aufstehen. Mhm. Sondern der Schlaf lässt bestimmte Prozesse in dir reifen. Und das ist ein wichtiger Anteil. Und was dazu auch noch gehört ist, der Kopf kommt dann auf die gleiche Höhe wie der restliche Teil des Körpers. Ja. Wenn du liegst, hat der Kopf seine dominante Stellung einer Pseudo-Übersicht nicht mehr. Der Schlaf ist jetzt wichtig. Und ich kann nur jeden ermuntern, wenn du müde bist, dann schlaf. Erlaube dir diesen Ausstieg. Und auch in der Natur ziehen sich im Moment die Kräfte der Lebendigkeit zurück. Ja. Sie gehen nicht verloren, aber sie nehmen nicht mehr so weite Wege auf sich. Sie ziehen sich auf die wesentliche Quelle zurück. Und das geschieht jetzt in uns. Es ist eine Zeit mit großer Wichtigkeit. Und die Dunkelheit ist eben auch eine wunderbare Möglichkeit, leichter sich zurückzuziehen, ohne das Gefühl zu haben, aktiv werden zu müssen. Also hier kriegst du von der Natur so etwas, was man Unterstützung nennen könnte. Ja, und dann kommt aber auch wieder irgendwann ganz normal die Zeit, wo wir wieder aktiver werden, wieder mehr Licht kommt. Und das ist eigentlich sehr symbolisch in diesem Kreis des Jahresablaufs, ja. Aber eben auch in den größeren Kreisen, Maya-Kalender, wo wir jetzt eben an diesem Punkt sind. Aber das ist eigentlich nur eben jetzt diese kurzen Tage, diese Dunkelheit. Scheinbar, es kommt das Licht, und das ist eigentlich die Aussicht, die wir haben als Menschheit in diesem Prozess der Reifung, in dem wir im Moment sind, wo vieles scheinbar im Äußeren im Argen ist, müssen wir uns nicht belasten. Wir können einfach da viel schlafen, wenn wir uns danach fühlen, und das loslassen, und es geschieht von alleine. Das ist eine wunderbare auch Zusammenfassung. Es gibt zwei Rauchkräuter, die wir empfehlen können, die auch sehr, sehr gut zu dieser Zeit passen, oder drei Rauchkräuter möchte ich benennen. Einmal den Beifuß, weil er einfach das klassische Rauchkraut ist. Er ist etwas, das unter der Überschrift Mut vermitteln auch sehr schön zusammengefasst werden kann. Beifuß gibt dir Kraft, gibt dir Stabilität, gibt dir Mut, auch Neues anzusteuern, und ist ein wunderbares Rauchkraut. Wer Beifuß gar nicht mag, kann ersatzweise zu Eisenkraut greifen. Das ist sehr ähnlich in der Qualität. Auch das verschafft Mut. Und ist eine Alternative. Ich bin allerdings wirklich vom Beifuß sehr überzeugt und würde den Beifuß als meine Empfehlung gerne vermitteln. Darüber hinaus gibt es noch etwas anderes. In der dunklen Zeit gibt es Rosmarin als ein sehr sonniges und sehr energetisches und stimulierendes Rauchkraut, allerdings auch nervenreizend. Und in dieser Zeit, jetzt aktuell, ist Nervenreizung ohnehin ein großes Thema. Also ich würde an der Stelle des Zuhörers, der sich jetzt fragt, ist Rosmarin für mich das Richtige, die Frage stellen, fühle ich mich gereizt, bin ich nervlich gereizt, habe beispielsweise Allergien, Juckreiz, spüre einfach, dass ich gereizt bin, dann würde ich das Rosmarin zur Seite legen und würde Beifuß verwenden. Und dann abschließend noch eine wunderbare Energie, die sich so schön zu dieser dunklen Zeit eignet und eine warme, angenehm, man könnte bei einer mütterlichen Energie vermittelt, und das ist Sternanis. Mhm. Sternanis kann man im Moment gut kaufen, weil das die Zeit ist, in der auch beim Backen Sternanis eine Rolle spielt. Ja. Und das sollte jeder mal versucht haben. Sternanis ist ein wunderbares, großartiges Rauchkraut. Das zeigt ja, dass man früher dieses Wissen auch gehabt hat. Dass in alten Rezepten ist Sternanis, also heute vieles noch übernommen, aber man hat die Zusammenhänge nicht mehr. Aber früher vielleicht eben ganz bewusst
einerseits von der Natur vorgegeben, weil diese Sachen jetzt wachsen. Andererseits haben einige früher vielleicht durchaus auch diesen Zugang noch gehabt, was sich da tut mit bestimmten Pflanzen aus der Natur. Zweifellos. Ein Hinweis noch, eben weil wir wenig Licht haben, Vitamin D3 kann für viele als Supplementierung ein Hinweis sein. Man kann es im Ausland teilweise höher dosiert finden, ist aber nur ein Hinweis aus der äußeren Welt. Wer meint, dass er zu wenig Licht hat, das fehlt tatsächlich im Winter ein bisschen, oder Höhensonne könnte eben auch mal ein Hinweis sein. Aber wie gesagt, gar nicht verzweifeln an dieser Zeit, denn sie hat ihre Berechtigung und wir müssen da nicht so aktiv sein wie im Sommer. Wir können jetzt die Zeit genießen und ich glaube, wir haben eine Menge Hinweise bekommen, Ja, um die Zeit zu ich bestehen. möchte gerne noch beim Räuchern einen Satz loswerden nach dem Hinweis jetzt. Das Räuchern hat verschiedene Ebenen, die es berührt. Auf der einen Ebene finden wir tatsächlich so etwas wie Wirkstoffe, indem wir sagen können, wie bei deinem Beispiel mit dem Vitamin, da kommt etwas in Stimulanz, da wird etwas bewirkt, hat aber auch eine Qualität, die darüber hinausgeht, die wir eher der Alchemie zuordnen können oder vielleicht auch der Homöopathie an manchen Stellen. Und die Qualitäten des Räucherns sind von daher über das Körperliche hinaus etwas Sinnvolles, denn es bringt in dir auch eine Ausrichtung in Gang auf Aspekte, die aus dem Verstand heraus gar keine Bedeutung haben. Also der Verstand sagt, was soll am Räuchern denn bitte gut sein, außer dass es vielleicht vom Geruch angenehm oder unangenehm ist und mit den typischen Wertungen aufwartet. Räuchere ganz ohne diese Ansprüche, sondern einfach, weil du das Gefühl hast, dass jetzt der Zeitpunkt dafür ist. Und wir haben anfänglich ein paar Termine genannt. Tausche dich mit anderen aus. Auch ein wichtiger Hinweis. Es ist eine Zeit, in der man mit anderen zusammentreffen kann, in kleinen Gruppen. Oder komme zu dir nach Augsburg oder komme zu mir nach Stuttgart. Die Möglichkeiten des Austausches mit anderen gehen weit über das, was gesprochen wird, über weit Absolut. das, was an Ja. sichtbaren Austausch stattfindet, hinaus. Es ist ein Verbinden und ein in Resonanz gehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Und Sache das jetzt. spürt man manchmal bei Kongressen sehr Sehr deutlich, dass man deutlich. eine Energie hat, wo man sich eigentlich sehr wohl unter Gleichgesinnten Ja. fühlt. Kriegt es sehr häufig Ja. gesagt nach Veranstaltungen, sagen, es war wunderbar, auch mit anderen Menschen zusammenzukommen und eine solche Verbindung zu spüren, und nutze das. Das ist die Zeit dafür. Viel mehr als der Sommer. Jetzt ist die Zeit. Wir sind sensibler und das ist schön, das spüren zu können und spüren zu dürfen. Ich danke dir, Alexander, für die vielen Hinweise und ich hoffe, wir konnten den Zuschauern ein paar wichtige Hinweise geben in dieser Zeit, die äußerlich herausfordernd scheint, aber wir müssen uns eben nicht mit allem belasten, sondern können einfach sein und es geschehen lassen. Vielen Dank, Alexander. Sehr gerne.